So, da sind wir wieder. Kurz PC abgestürzt, nachdem ich Escape gedrückt habe. Ich bin mal gespannt, ob wir, wenn ich nicht Escape drücke, da einfach jetzt so durchkommen. Das wäre jetzt bitter. Ja, bitter. Ich hoffe, das war nur, weil wir das geskippt haben. Warum auch immer der jetzt abgestürzt ist. Und Uncool. ich vorher einfach gefühlt so 5 Stunden lang Online-Bauen auf dich gewartet habe. Ja, das kann auch nicht sein. Gucken wir gleich mal. Also, Stream ist wieder am Start. So, dann kommt der. Ist das denn das hier? So. Das Geld noch starten. Spielen. So, ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Ansonsten lassen wir das gleich einfach entspannt durchlaufen, dann gucken wir uns das halt nochmal an. So lange dauert es ja auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum er da gerade abgestürzt ist. Ich habe gerade während das da war so ein Herz umgestellt und alles eigentlich voll stressig für die Grafikkarte und müsste eigentlich auch Watt verbrauchen. Mehr als normal. Und er hat sich einfach gedacht, nö, ciao. Ei. So. Ist denn dein Spiel noch da? Oder ist das auch gone so? Müsste noch da sein. Weil dann könnte ich ja auch vielleicht einfach Freunde als Bedingung machen. Jo, da bin ich. Verbinden. Ich drücke Verbinden. Warte, bis du Host den Beitritt haben. Okay. So. Nicht im Stich lassen jetzt hier. Oi. PC machen mich nicht schwach. Gut, Charaktererstellung. Also. Kevin, was möchtest du dann machen? Hast du dich schon entschieden? Ich hatte ja eine Menge Zeit. Ja, ich bin ein Halborg. Ein Halborg, okay. Bin wahrscheinlich ein Barbar. Oh, dann muss ich Paladin nehmen, glaube ich. Warum? Na, weil wir sonst so Midi-Klassen ohne Heal sind, das ist doch Kacke, oder nicht? Aber wenn das Schicksal uns beide zusammenführt, dann ist das so. Ich spiele Paladin, da kann ich auch eine fette Waffe tragen und ein Schild. Oder ich spiele halt Hexenmeister, worauf ich eigentlich auch Bock hatte. Dann spiele ich Gnome-Hexenmeister. Das ist ja auch in Ordnung. Vollgnome. Volksunterart. Die häufigsten Gnome. Kann er Dunkelheit sehen. Geschichten würfeln. Füge Geschichte würfen deinen doppelten Übungsbonus zu. Kann er Dunkelheit sehen? Ich bin sowas von ein Krimineller. Ne, ich bin Straßenkind. Kann er Dunkelheit? Bin ich mal ein Felsklon. Gut, Klassenmerkmal. Passt, passt, werde ich schon hinkriegen. Zaubertricks lassen wir mal so. Der Unhold, ja, ich bin auf jeden Fall ein Unhold. Zauber, Akolyt, Scharlatan, Täuschen, Fingerfertigkeit, Motive erkennen,
Manipulationsexperte, Straßenkind, Heimlichkeit. Krimineller, täuschen, Heimlichkeit. Sonderling. Täuschen. Ich glaube, ich bin ein Krimineller, Junge. Ja, ein Scharlatan. Ich bin ein Krimineller. So, Attribute. Charisma. Also welche Klasse spielst du? Hexenmeister. Ich glaube, ich mache einen Baden. Eigentlich will ich lieber so ein richtiges. Ne, da kommen, sind wir so richtig Assi, du. Ein Barbar und ein Hexenmeister. Ja. Ich bin Barbar, Straßenkind. OG. 3-9. Auf einen Treffen und einen Schaden, den du mit Waffen. Ach, Charisma. Und was macht Intelligenz? Wo kann ich das sehen? Gedächtnis und Gedankenkraft. Verbessert Zauberwirkung bei Magiern. Was ist das? Okay. Ja, dann bleibst du hier. Was macht Geschicklichkeit? Ja, dann lassen wir das so. Gut, aber ich muss mir nochmal mein Face hier reworken. Das geht also nicht. Mein Schar wird übrigens aussehen wie Emme. Ich mach einen Schar, der sieht aus wie Emme. Echt? Mhm. Standard. Meine Genitalien sind D. Hab ich vorhin schon festgestellt. Gnome kriegt. Obwohl er ist ein Hexenmeister, ne? Das sieht in Ordnung aus. Augen bleiben so. Und mein rechtes Auge wird. Das ist okay. Oder grün? Das ist auch nice. Alle Augenfarben. Ah, geil. Ja, das brauche ich. Und dann kriegst du. So, Schminkstil haben wir nicht. Haare haben wir. Auch mal jetzt gebannt werden wegen Genitalienanzeigen. Genitalien habe ich jetzt Vulva B, ist das okay? Wahrscheinlich. Also ich bin Trans-Org. Okay. Okay. Okay, das ist wirklich witzig, wenn du das Genital auswählst und dann den Charakter so bewegst. Zehner, du hast das auch gemacht. Nee, das will ich nicht. Gesichtsbehaarung. Ja, moin. So, das passt. Dann wollen wir die Grauigkeit noch mal ein bisschen erhöhen hier. Da sehe ich mich. Bestätigen. Fortfahren. Mein Name ist. Nee, ich bin. Wer bin ich denn? Ein Gnom. Ich bin. Ich bleib einfach dabei. Lass mich bei Kirchen. Ich brauche einen Guardian. Ja, nimm mir hier den Guardian vom letzten Mal. Alles klar, Magazin. Warten auf anderen Spieler.
Ey, es gibt ja richtige Kack-Org-Frisuren, das passt ja gar nicht. Ach du Scheiße. Weil wie würde mich auslachen mit der Frisur? Kevin, was ist das? Ja, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Penis D ist ausgewählt. Fortfahren. Ich warte noch auf andere Spieler. Oder überlegst du jetzt? Auch ein Wächter. Welchen Wächter hast du? Ich habe einfach einen menschlichen Wächter genommen als Frau. Ist mir egal. Ich weiß nicht, was ein Wächter ist in dem Spiel. Also bin ich einfach reingejolot. Nimm einen Tiefling. Rein da. Weiterziehen. Escape. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Das ist gut. Bis hierhin haben wir auch schon fleißig geguckt. Sind wir jetzt gleich zu zweit da? Das würde mich mal interessieren. Ich bin vorne alleine gespawnt. Test, sagt Kevin. Alles klar. Ah, da stehst du. Wo bist du? Wo bist du? Du bist da. Ach, da ist er. Kirchen. Ja, wir sind beide hier. Springen, verstecken. Tagebuch entkommen, ja. Ah, okay. Linksklick ist bewegen. WASD. Hallo. Hallo. Kamera zentrieren. Linke Maustaste auf Portier klicken. Let's get going. Okay. Other survivors might be. Wo ist in Position 1? Was ist das? Zuchtbecken? Ah, okay. Ich habe ein Juwel gefunden. Ich habe diesen Pool angequatscht. Das ist das Becken, aus dem das Ding kommt. Der Parasit hinter deinem Auge. Ans Becken greifen, das Becken untersuchen. Ei! Was hast du gemacht? Hast du irgendwas gekriegt? Vielleicht.
Ich habe vielleicht dieses eklige Becken angegriffen. Ja, vielleicht sollten wir es nicht machen. Das Zusammenspiel. Kann ich den auch angreifen? Ah, ja, das sah einfach eklig aus. Ja, aber... Ich gehe hier, kann ich dich pingen? Ich spreche mit dieser... Das ist einfach noch eine. Warte, hier ist noch irgendwas. Oh, du hast mir auch Schaden gemacht. Nee, das war ich nicht. Das war, die Explosion. Ja. Ich gehe jetzt hier... Guck mal, diese... Oh, hier kannst du dich heilen bestimmt. Genesung steht hier. Okay. Du kannst dich jetzt nicht mehr heilen? Nö. Jetzt wieder. Ich bin voll. Alles gut, 10 von 10. Hier, Ringmuskel. Iro, das sieht mir... Ja, hier kann man rausgehen. Ja gut, dann komme ich mal mit. Oder hier scheint nichts mehr zu sein. Wie kann ich mit dir interagieren? Kann ich nicht. Vielleicht über das Porträt? Tasche, Diebstahl. Was kann ich bei... Ah, Angriff, Haupthandangriff. Ich kann werfen, Taschendiebstahl bei dir machen. Oh, du bist zu weit weg. Mit der mittleren Maustaste kann man Kamera drehen. Ist ja richtig eklig hier, muss man sagen, ne? Ach so, man kann sich hier auch noch umsehen. Gehirne. We are trapped. Who is trapped? Ich gehe mal zu dem Neuralapparat. Schmieriger Stuhl. Oh! Ich bin weg. Du bist so fast, ne? Kann ich wieder runtergehen? Ja, okay. Hier kann man hoch und runter fahren. Das ist ein Do-Anything? Das wollen wir mal sehen. Angreifen. Verwenden. Fährst du wieder runter für mich, dass ich auch hochkomme? Ja. Oh, wir sind auch, wir bewegen uns auch in der Luft hier. Guck mal. Hast du draußen schon mal aufs Fenster geguckt? Ja. Aber da glaube ich mal, das ist egal. Erstmal in-game hier erkunden jetzt. Was ist das hier? Kann ich was machen? Kann ich damit interagieren? Hindlers 1 von 1. Nee, kann ich nicht. Wie kann ich angreifen? Hey, wie hast du das gemacht? Und du hast mich auch getroffen, geil. Ups. Ich hab dich wohl getroffen. Ätzende Brühe, kann man die hier nehmen? Wie kann ich denn... Oh, macht Schaden. Nicht in die ätzende Brühe, die ist tatsächlich ätzend. Wie kann ich denn angreifen? Also ich habe Rechtsklick gemacht. Okay. Auf das Höhenglas und dann halt kam... Springen. Ich kann auch springen, Junge. Hui! Ich kann eintauchen. Tentakel. Kann ich meine Waffe in die ätzende Diorie eintauchen? Hauptangriff. Junge, nochmal einen Hauptangriff hier. Werfen kann ich? Wer ist trapped? Ja, hier. Myranach Stufe 1. Durchbohren das. Ich rede mal mit ihm. Ich rede mit ihm. Okay. Kannst du auch mal machen. Nee, ich. Aber wenn du fertig mit ihm. Okay, ja, dann rede ich mal mit ihm. Ach du Scheiße. The exposed brain quivers in expectation. Erfolgreich Wahrnehmung. Before they return! They return. Bionische Präzision, bitte, bevor sie wiederkommen. Sie kommen wieder. Mit wem rede ich da? Ein Mann oder ein Gehirn? Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sag mir, was ich tun soll. Ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? Mach mal 3, oder? Ja. Ach, ich entscheide sozusagen dann und du siehst dieselben Felder wie ich. Okay. Ja. Vor dem Feind, überall sind Feinde. Mit wem rede ich da? Ich glaube, ihr könnt... Ja, das ist eine... So. Ach, ich würde jetzt mal rausfinden wollen, wer das ist hier. Ja, danke. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Oh, das ist ein Böser.
Boah. Soll ich mal rausfinden, was er will? Ja, mach ja, mal. Informat. Remove us from this body. From this case. Free us. Das ist man sehr räudig. Hm. Na, entfernt uns Nachforschung, das offene Gehirn untersuchen, den Schädel aufbrechen, das Gehirn behutsam aus dem Schädel heben. Ich hätte eins gemacht. Ich bin aber auf Stärke. Aber ich kann... Also, sind Würfel, ne? Ja. Aber ich habe minus eins. Kann ich nicht Nachforschung? Nee, ich bin Geschichte, glaube ich, gut. Ich weiß gar nicht mehr, worin ich gut bin. Ich bin schon wieder vergessen. Muss gleich mal gucken. Aha. Du möchtest also nachforschen, das wird bei mir wahrscheinlich nichts. Ja. Kann ich was auswählen? Ah ja, ja, ich kann was setzen. Okay. Dann setze ich mal auf das. Warten, bis Panetta gewürfelt hat. Manche Dialogoptionen erfordern einen Fertigkeitswurf. Einen Wurf, der mindestens die Zielzahl erreichen muss. Die Fertigkeiten deines Charakters fügen dem Wurf einen Bonus hinzu. Plus 3 auf Stärke, ich würfel jetzt. Siehst du das auch? Mhm. Du hast es geschafft. Ja. Erfolg, aber was ist jetzt mit deiner Untersuchung? Ja, weiß ich auch nicht. Weil ich zuerst raufgeklickt habe wahrscheinlich. Ja. Oh. Geil. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Ja. Ich würde das Gehirn gerne verletzen. Ja, erstmal auf jeden Fall, die waren ja nicht so nice zu uns, ne? Ei, 15 brauche ich. Plus 1, das ist crazy. Oh, reingekackt. Warum würfelst du eigentlich? Ach, weil du als erstes angeredet hast, ne? Ja, okay, wissen wir fürs nächste Mal. Weil du als erstes angesprochen hast. Das ist schon sehr ruhig, Digga. Ew. Digga, was? Oder was? Wo ist es hin? Ist aber weggelaufen. Ist es weggelaufen? Ich wollte das fetzen. Kann ich dir mir irgendwas noch wegnehmen? Nö. Okay. Dann... Ich kann ihn aufheben. Ich habe ihn aufgehoben. Schön. Aber er ist weg. Ist er in meinem Inventar? Ich weiß es nicht. Oh, da. Myrnat. Hochelf. Tot. 75 Kilo. Oh Alter, ich kann sogar hier runterspringen, anstatt zu fahren. Ich würde mich gleich nochmal heilen, weil ich halt noch durch deinen Hit einfach... Ich fahr mal kurz runter. Ah, okay. Überall Gehirne. Ich kann nicht runterfahren und... Schade, ich wollte das anreden, dass du dir wieder hochfährt, während ich runterlaufe, aber es scheint nicht zu funktionieren. Ich muss mich nochmal heilen, du hast mich gedamaged. Kann ich zurückgehen? Von hier kommen wir, ne? Ja. Mal runter heilen hier. Kann ich mich nicht mehr heilen? Doch jetzt. Warte mal, ich probiere mal was. Vielleicht kann ich den Bruder jetzt hier hintun. Scheiße, ich habe ihn aussehen ins Feuer gelegt. Oh, guck mal, jetzt liegt er da. Guck mal. Brock, ich seh. Siehst du ihn? Ja, hab's gesehen. Ich nehme ihn nochmal. Scheiße, er ist nicht erreichbar. Ich wollte ihn ja heilen. Ja, das ist ja wirklich nicht gut gelaufen. Einfach mal durch den Schließmuskel gelaufen hier. Ja. Oh, hier liegt was. Gold. Ich werde gerade angegriffen. Von irgendeiner Wilden. Jetzt sehen wir nichts. Wo bist du denn schon? Ich habe gar nicht alles erkundet hier. Abscheulichkeit, das ist euer Ende. You had
Hier sind noch Bücher und alles. Visionen huschen vor deinem inneren Auge vorbei, ein Drache, ein Silberschwert. Tolle Visionen. Ich hab Bücher mitgenommen. Flakith blesses me this day. Together we might survive. Okay, ihr seid kein Sklave. Wieso denkt ihr, ich wäre ein Sklave? Seid ihr? Was müssen. Wieso denkt ihr, ich wäre. We carry mind flayer parasites. Unless we escape. Unless we are cleansed. Our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days we will be Geth, Mindflayers. Mindflayers. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the Imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Die hat richtig einen Plan, die Alte. Jetzt gibt's erstmal einen Fight oder was? Du bist auch dabei. Was kann ich denn? Sturmangriff? Verstecken will ich nicht, werfen will ich nicht. Boden, nein. Wer ist sie denn überhaupt? Kann ich es sehen? Anscheinend ein Krieger, oder? Zerfleischen. Hauptangriff. Zerfleischen. Sturmangriff. Ja, ich bin halt. Ich hab ihn gefetzt. Aber direkt One-Shot oder was? Ach, scheiße, ich wollte ihn nicht aufheben, ich wollte ihn plündern. Ach, da gibt's noch mehr Fights. Okay, kann ich Fernkampfangriff machen? Jo, kann ich. Aber nicht auf mich. Alter! Kritischer Treffer, Junge. Und dann. Dann. Warum kannst du dich schon so viel bewegen? Junge, ich bin halt ein mächtiger Krieger. Okay, ich beende meinen Zug. Geil, so, was kann ich machen? Schauriger Strahl. Junge, der schaurige Strahl macht erstmal, mach erstmal ihn hier. Bam, Junge, hast du. Da ist noch einer. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? War das nicht geil? Ja, nee, ich habe gesehen, dass, was die andere Alte gemacht hat. Achso. So, ich möchte mich hinter euch verstecken, ich sag, wie es ist. Stoßen, eintauchen, Zug beenden. Fehlschlag. Willst du mir sagen, ich kann ihn nicht erreichen? Anscheinend ja. Dann move ich jetzt mal hier hin. Tatsächlich fehlt mir so ein halber Meter. Ich muss noch mal moven. Nö, ich werf einfach. So, kann ich jetzt besser treffen? Aber ich sollte dich ja jetzt nicht mehr treffen. Zug beenden. So, Junge. Was ist das? Rüstung von erhält temporäre Trefferpunkte. Ach du Kacke, ey. Klinge an. Erleidet nur halben Schaden. Arme von hat da verhindert, dass ich es jetzt ihn ausführen kann. Das ist ja der Müll. Ich könnte dich buffen, oder ich. Obwohl, nee, ich kann ihn auch killen. Easy, Junge. Alter, mächtig. Begleiter. Manche Verbündeten können dich bei deinem Abenteuer begleiten. Du kannst sie genauso steuern wie deine eigene Charaktere. Klicke auf das Porträt. Okay. Das ist ja schön. Der war ein Teufelchen, den schmeiße ich jetzt ins Feuer. Genesung, man kann sich hier nochmal genesen. Anscheinend. Aber ansonsten. Hier, nimm das. Was sind das für komische Sachen? Kann ich. Ah, komme ich nicht ran. How much further can I go? Da liegt noch irgendein Buddy. G-
Gold, Junge. Alles nehmen. Richtig. Ach so, ich kann ja einfach eine Runde chillen. Okay. Mehr scheint hier jetzt aber nicht zu passieren, wa? Oh, da ist eine Waffe drin. Hier ist ein Beil drin, falls den wer braucht. Nee, nee. Brauch nicht. Hier ist ein Heiltrank. Vielleicht. Hier ist ein Heiltrank. In dem Körper da. Leichte Armbrust, Junge. Leichte Armbrust? Nehme ich erstmal mit. Warte mal. Achso. Kann ich die Leute hier rauswerfen? Weiß also nicht. Ich glaube, ich bin zu weak dafür. Nee, nur den kleinen hier. Werfen. Leerenknolle. Auf ein Ziel und ziehe möglicherweise Kreaturen oder Objekte heran. Alles nehmen. Wollen wir weiter? Ja, I guess. Müssen wir hier dann. Ach, wir müssen zurück, ne? Wo müssen wir denn lang? Nee, nee, hier ist irgendwas draußen. Bei mir. Ah, okay, du bist woanders lang gelaufen, ne? Nee, nee, ich stehe noch am Heilungsding. Okay. Und da kamen wir ja, wo du jetzt stehst. Ich wusste nicht, dass wir da in die Richtung weiter müssen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da steht auch der auf der Minimap Quest-Ziel. Okay. Ach, da hier können, hier können wir hoch. Bereits in Verwendung. Ja, jetzt kann ich hier lang. Hier ist wieder ein mächtiger Anus. Gefäßnetz. Was passiert hier? Kann man. Kontrolle. Ich muss aufpassen, was ich anfasse. Okay. Erstmal fasse ich den Boy hier an. Der Mann ist nicht tot. Er reagiert nur nicht. Ich kann irgendwas angreifen hier. Ich attack jetzt mal den Boy hier. Oh, guck mal, komm mal her hier. Komm mal zu mir. Ja, ich komme. Muss eine Entscheidung treffen. Kartenherz-Doppelpunkt. Worauf wartet ihr? Macht dieses verdammte Ding auf. Ey, was hast du gemacht? Oh, ich hab's angesprochen. So wie du. Okay. Jetzt müssen wir erstmal fetzen. Okay. Spurten. Mitten in meinem Dialog auf einmal. Was ist das denn? Ich weiß es nicht, Bro. So. Okay, warte. Zerfleischen, Schild. Schaden. Verhindert, dass Ziele Reaktionen ausführen können. Oder hast du gerade. Du hast gerade unsere. Fucking. Ach, die macht. Lesai-Kämpferin gebumst. Ach, die kriegt Damage von davon. Das ist ja unglücklich. Ja, ja, absolut, Digga. Du hast sie komplett auseinandergenommen. Nicht gut. Ich beende meinen Zug, weil ich habe Angst, dass du mich auch noch mich tötest. Du hast einfach fast geone-shottet. Intellektverschlinger. Ja, also ich glaube, du musst deinen Zug noch beenden und dann können wir in die nächste Runde. Aua. Dann drücke. Warte mal, wir gucken mal, was womöglich ist. Ich geh jetzt mal nach hinten, damit du angreifen kannst. Ja, ich one-shotte den eh, oder? Nee, mach ich nicht, aber fast. 3 Damage nur. Uff, war jetzt nicht so viel. Aber du gönnst richtig. Jo, bin gleich wieder da, Moment. Best be on my way. Okay. Eyes, but he seems totally unaware of his surroundings.
Was ist jetzt passiert mit der alten? Ach ja, jetzt können wir sie nochmal ansprechen. So. Warte mal, ich. Hast du dich schon angesprochen? Nee, hab ich noch nicht. Dann komm mal ran. Digga, was machst du jetzt andere Sachen? Bin da. Verwenden. Okay, du musst anscheinend irgendwas machen. Ich wollte doch erstmal mit dir darüber reden. Schattenherz, kommt schon, befreit mich aus diesem Ding. So, jetzt kann ich nach einem Mechanismus suchen, mich umsehen, oder ich kann, weil ich ein Barbar bin, am Deckel der Kapsel ziehen. Ich würde jetzt gerne an den Deckel einfach ziehen. Könntest Reiner. Du nicht erstmal einen Mechanismus suchen? Achso. Ich bin ein Barbar. Okay. Geht nicht. Du bist schockiert. Okay. Nee, nicht aufgeben, Stärke. Wir würfeln. Aha. Ich zerfetz das ganze Ding. Hä? Zerfetzt das oder was? Ich zerfetz das jetzt, pass auf. Oha. So. Wer ist sie denn? Okay, ich halte sie. Ich helfe ihr nicht auf. Wo liegt sie? Ich dachte, das damn Ding was going to be my coffin. Ah, da ist sie. Schatten, ich rede mit ihr. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. You keep dangerous company. Schattenherz, ihr habt gefährliche Gesellschaft. Habt ihr das gerade gespürt? It must be because of those parasites they put in us. They'll have to wait. We need to get off this ship alive first. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Ja, können Sie ruhig mitnehmen da. Okay. Nehmen wir so mit. Shadowheart. One moment. Das würde ich erstmal abnehmen. Was ist das? Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. So, was mit dem Boy hier? Den werde ich jetzt erstmal nochmal einmal hier. Okay. Dunkler Verstand. Um ein Schloss zu knacken, benötigst du dieses Werkzeug oder den passenden Schlüssel. Ringmuskel? Ich weiß nicht, wo müssen wir lang? Sprich mit mir, Senpai. Ja, ich überlege gerade, wo wir lang müssen. Da kommt. Hier, durch den Ringmuskel. Aber wir könnten ja auch hier lang gehen, oder nicht? Das könnten wir auch. Da ist noch eine Gedankenschinderkapsel. Ich glaube aber, von da kamen wir. Ne, die ist noch nicht offen. Guck. Hier waren wir noch nicht. Ich hab einen goldenen Schlüssel. Geil. Weil hier waren wir noch nicht drin. Nee. Hier ist eine knorpige Truhe. Oh, ich hab die aufgehoben. Das war nicht so gut. Ich glaube, ich muss. Mystische Rune. Seltsame Energie summt in diesem merkwürdigen Objekt. Du hast so etwas noch nie gesehen, doch ein Teil von dir weiß, dass es zu einer größeren Maschine gehört. I take it, I guess? Pack das doch mal hier rein. Wo? Warte mal, wo kann ich mein Inventar öffnen? Halt mal.
Ich kann hier die Hand auf die Konsole legen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Warte, warte. Hier, guck mal. Du hast doch irgendeine. Hier ist so eine fette Truhe. Aufheben. Angriff. Öffnen. Ach, da sind zwei Heiltränke drin. Brauchst du? Nö. Dann nehme ich die mit. Ich leg mal meine Hand auf die Konsole. Mhm. As you place your hand on the pod, you hear something. Du hörst etwas. Connected to the pod, commanding the person inside to change. Aha. Da ist schon, glaube ich, ein bisschen die Verwandlung ein bisschen. Oh ja. Lecker. Die sieht wütend aus. Jetzt gibt's hier gleich einen Epic Fight. Ach, so einer ist das. Eieiei. Ja. Dann laufen wir mal raus. Nee, wollen wir den nicht holen oder was? Wollen wir den hier befreien oder was? Weiß nicht, können wir den nicht auch killen? Nein, wir können auch gehen, egal. Ich rede gerade mit ihm. Okay. Er starrt mich an, verwirrt und schwach. Was war nochmal in der knorpeligen Truhe? Nix. Also soll ich mal versuchen, das Ding hier... Okay, man kann nichts machen. Okay. Ceromorph Stufe 8 ist der, der da drin ist. Der hat 71 Leben. Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Wir sind Stufe 1, lol. Wack. Let's run. Kampftutorial. Swift as my feet can carry me. Bin ready, und du? Bereit, das Steuer zu betreten, ja. Was ist er denn? Na, das sind so. Das waren diese komischen Drachenreiter, ne? Hm. Oh, geht ja, hier ab, Alter. We will deal with the Geich after we escape. Ich fetz den links. Okay, warte mal. Den links? Okay. Dann. Was ist das? Was ist das? Hauptangriff? One-Shot. Ja, und denk. Kann ich sie noch werfen? Nee, leider nicht. So, dann. Schattenherz kannst du steuern? Oder wer steuert Schattenherz? Der macht das, glaube ich, Nee. Macht er selber, glaube ich, wenn wir unseren Zug beenden. Ich mach mal. Nee, ich spiele den jetzt gerade. Okay. Wo Schattenherz kann. Ah ja, jetzt kann ich Lasiel. Nee, oder? Ich glaube, wir können die beide steuern. Wir müssen die nur anbabbeln. Lenkender. Was ist sie denn? Der nächste Angriff. Und wie hast du es gemacht? Einfach auf das. Links auf das. Wir haben ja links ihr Porträt, da bin ich raufgegangen. Person bezaubern, heilige Flamme. Feuerfeil. Nee, ich kann nichts machen. Ich kann das nicht machen. Gut. Dann gönne ich mal hier den Feuerfeil. Hat so gut wie gar nichts gemacht. Ich mach mal Zug beenden, ja. Oh, sie macht auch Zug beenden. Schattenherz hat schon Zug beenden gemacht. Well, Kirchenherz macht so auch. Kirchen läuft jetzt erstmal hier hin. Oh. Kann Kirchen irgendwas Geiles? Ja, Kirchen kann ihn hier. Bam! So, Zug beenden.
zu Ben. 150, Alter. Okay. On my way. Nein, nicht. Was mache ich denn jetzt? Was ist das? Ich würde jetzt mich neu positionieren wollen. Ich hab halt keine Range. Ist das. Nee, das bist du. Ich wollte dich gerade angreifen. Ich komm. Ich kann. Kann man Range-Angriff machen mit dem Feuerball? Ja. Ich laufe jetzt hier nach vorne. Und jetzt kann ich. Ich kann dich werfen, Junge. Ich benutze dich als Waffe. Finde ich nicht cool, sei herrlich. Fehlschlag. Wende mein Zug. Müssen wir nicht irgendwo hingehen? Achso, wir müssen das Ding da hinten verbinden, ne? Wir müssen an ihm vorbeilaufen. Wir müssen jetzt eigentlich töten, Mann. Den Gedankenschinder? Nee. Oder müssen wir Kommandant Salk? Weder noch. Ich glaube, wir müssen durchlaufen und da hinten irgendwelche Sachen verbinden. Ach du Kacke. Okay. Ich habe einen doppelten Sprint. Aber irgendwie ist der Zug noch nicht beendet, weil Schattenherz muss noch was machen. Schattenherz macht auch gleich was. Gerade ist hier eher AFK. Schattenherz läuft, glaube ich, jetzt. Ach, Lese, jetzt da. Mhm. Erstmal ein bisschen buffen, ist auch wichtig. Und. Okay, laufe ich jetzt nach vorne einfach? Mhm. Okay. Halte ich fest. Ich habe Sprint. Spurten. Zack. Jetzt kann ich mega laufen, sag ich dir. Ist bei dir gerade auch? Ja. Ja, hier sind die nächsten Gegner. Okay, mehr kann ich nicht machen, Jungs. Tut mir leid. Das war's. Ich stehe jetzt hier hinter dem Kommandanten. Aber ihr kommt ja auch langsam nach. Kritischer Fehlschlag. Okay. Okay. Wie viele Meter kann ich eigentlich laufen? Bist du durch, dann bewege ich mich. Mhm. Kampfrausch. Kann ich irgendwas Geiles für dich tun? Fremdes Wort. Oh, ich habe jetzt Kampfrausch benutzt, übrigens. Oh, crazy. Victory awaits. Taking position. Beende meinen Zug. Yu-Gi-Oh! Okay. Fehlschlag, Junge. Bitte. Ich mache jetzt mal eine Attacke hier, Junge. Ich mache einfach einen Auto-Attack, come on. Und laufe noch ein bisschen weiter.
Ich bin am Koppler dran, ne? Ich lauf hin. Ich hab irgendeinen Erfolg. Nee. Der setzt das jetzt nicht. Ah, okay. Oh. Die bist du auch gerade in der Videosequenz? Ja, ja. Junge. Das war's mit dem Koppler, glaube ich. Wohin wird denn da jetzt geflogen, Junge? Gut, es lädt. Ich höre Wasser. Kerzen und Fackeln halten die Dunkelheit im Schach. Auch brennende Oberflächen funktionieren. Mit der 5 kannst du schnell speichern, Kevin. Jetzt auch dein Gesicht. Hey! Da hat sich wohl erwischt. Typ hat uns gerettet, sag ich. Hm. Er braucht noch ein paar treue Sklaven. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Ich untersuche mich immer noch Verletzungen. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Hallo. Hm. Entkomme den Nautiloiden. Muschelschale habe ich eingesammelt. Guck mal, rechts von uns ist ein Tentakel von unserem Fluggerät. Hm, true. Na, also ich glaube, hier ist nichts mehr außer der Abgrund. Kann Gold looten. Schattenherz ist bewusstlos. Ich greife nach dem Artefakt, Junge.
What are you doing? Ja, ja, zwei. Zwei. Zwei, sagst du? Well, that's honest of you. Nein, don't ehrlich. Do it again. I'll give you a pass this time, considering I owe you my life. And speaking of, how are we alive? I remember the ship. I remember falling. Mhm. And nothing. Dich find ich voll sass, die Alte. Mhm. Aber sie war bewusstlos. No, I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ja, mal frag mal eins. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Wollen wir mit dir zusammen oder wollen wir alleine? Ich würde mit ihr zusammen, ich will ihr das Artefakt abnehmen in der richtigen Moment. Ja, ich finde ihr auch sass, lieber bei uns behalten und gucken, was sie macht. Mhm. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. Hey, bist doch nett. I remember that. Lead the way. Lead the way. I know the way. Nicht. The way to the queen? Holzfass, Junge. Was ist da so drin? Das ist, drücke Alt, um Gegenstände und hervorzuheben. Ach, ich kann das so okay. Zeig dir, was da drin ist, Junge. Müsst gleich sehen, Junge. Ab dafür! Ich kann mit Alt kannst du so gucken, was man so plündern kann. Aha. Alter, aha. Schlaffer Hut. Geil, den nehme ich mir. Dann... Hast du den Beutel gerade geguckt? Ja, ne? Ja, aber ich glaube, wir können beides immer looten. Echt? Rezept freigeschaltet. Suspension aus mehr zum Einsehen H drücken. Habe ich hier jetzt Rezepte? Hast du mich gerade abgeworfen? Mit dem Rucksack. Suspension aus Meergras erzeugt. Arne? Hier ist ein zerfleischter Fischer. Wollen wir uns ihn mal anschauen? Ja, sofort. Und? Ich habe irgendwas. Guck mal, ich habe so eine Suspension. Wenn ich die herstelle. Hörst du gedämpfte Geräusche, Gedankenfetzen der Kreatur in der Nähe? Da ist ein toter Fischer, den will ich kurz looten. Warte mal. Warum machst du das? Das damaged mich. Ich bin tot, ne? Nee. Nein, das hat zwei Schaden gemacht. Ich wollte kurz gucken, irgendwann kommt uns das vielleicht zur Hilfe, dass ich dich werfen kann über eine Brücke oder so, wie bei Herr der Ringe. Du hast aber direkt komplett viel Blut verloren, ne? Da hinten zu dem Fischer willst du? Ah. Hier ist so ein Intelligenzverschlinger. Hä? Wo? Ja, ich komme zu dem Fischer. Ja, so ein Toter. So. Der Fischer hat auf jeden Fall gelb gedingst. Ist es ein Fisch drin? Flasche und Fisch, jo. Und eine Flasche nehme ich mal. Ich sehe mich ja mit den Tränken. Alter, hier ist ja alles voll. Boah. Müssten eigentlich auch nochmal zurückgehen, ne? Oh. Hier links können wir irgendwie was fighten und entdecken. Aber ich würde nochmal kurz zurückgehen, einmal die anderen Loot-Sachen da einsammeln. Da gab es Loot, habe ich gesehen. Muss ich mir hier nochmal angucken. Kann ich hier rüber? Ja. Wegpunkt entdeckt. Ja, ich bin hier vor so einem Turm. Parfümierter Brief.
Ich habe eine Zange. Den Gold, Junge, meinen Nacken. Liebeswerkzeug. Sehr gut. Hast du noch Meeresgras? Das nehme ich mal mit. I'll take that. Welche Leute mal hier? Es gibt eine schöne Wasserbeerdigung jetzt. Ah, nee, die kann ich nicht werfen, schade. Junge, hier oben ist irgendein wildes Zeichen. Karte. Uralter Siegelkreis. Dolchwurz. Wollen wir erstmal jetzt da in diese Höhle rein? Mhm. In das Wrack, ne? Das ist, glaube ich, unser Wrack. Ist es so? In dem wir gelandet sind. Vielleicht finden wir den Dude. Oh, guck mal, da wird ein Spurt angesetzt vom Gehirn. Nicht auf mich schießen, du kleiner Sack. Ich kann lauf erstmal ein paar Meter nach vorne du links. Musst, du, ich kann gar nichts machen, du bist dran. Da steht Zug von Panenka kam. Ich kann eh nicht so weit laufen, dann laufe ich jetzt hier hin. Und dann zünde ich Kampfrausch. Und dann beende ich meinen Zug. Ach, weil du reingelaufen bist, glaube ich. Was? Bist du noch mal dran und wir kommen ja nach. Aber da oben ist eine Truhe. Bei Gehörner, Junge. Körchen ist dran. So. Das habe ich vergessen, mit der Schattenherz zu warte mal. Laufen. Erschütternder Hieb, Hauptangriff. Was kann ich denn hier machen? Der nächste Angriff gegen das Ziel ist im Vorteil. Machen wir. Attacke. 15 Damage, Junge, in dein Gesicht. Zug beenden. Und dann gebe ich ihm ihn hier. Ciao. Ach, das macht einen Schaden. Bruder! Hätte ich mir auch sparen können. Heftig. Dann wende ich mal den Zug. Vor allen Dingen hast du wieder auf unsere Freundin gezielt. Aber ich glaube, es gibt kein Friendly Fire, oder? Zerfleischen, Rainer. Weg mit dir. Jetzt werfe ich den noch? Kann ich nicht. Kann ich noch einen Angriff machen? Nee, nur einen Angriff. Stoßen kann ich. Witzig. Egal, ich beende den Zug. Mhm. Fehlschlag, Junge, geil. Hat sie einfach getankt. Göttliche Wunden verursachen. Denk dran, dass du nicht auf sie drauf schießt. Oh, Wunden verursachen scheint ein krasser Shit zu sein. Also ich bin hier, um zu looten. Cerebellum, alchemistische Zutat. Okay. Ah ja, nimm's halt einfach. Hab ich einmal gelootet, ich bin hier der Alchemist. Nächstes Mal. Hör auf, Sachen zu looten, bevor ich sie mir durchlesen kann, du Sackgesicht. Okay, dann lese ich sie dir vor. Oh nein! Was hast du gemacht? Ich konnte nicht mehr abbrechen, ich hab Linksklick drauf gemacht, auf einmal. Junge, ich sterb. Du verbrennst. Wild. Ja, hä? Nehmen wir einen Heiltrank. So, was ist auf I? Ja, ich hab doch so einen krassen Hut gelootet. Den zieh ich jetzt erstmal an. Ich hab jetzt Edel und ätzende Knolle. Wirf diese schleimdecke Knolle auf ein Ziel und bedecke es. Okay. So eine Giftknolle habe ich gelootet hier oben. Ich würde gerne ich würde gerne auch irgendwie. Kann ich da hochspringen? Das wär's ja. Du bist einfach zu klein, Junge. Hier geht's lang. Na. Hey! Öl der Präzision überzieht deine Waffe damit bei
plus 2 Angriffswürfe. Das macht ja für mich mehr Sinn. Hier ist ein Trank der Geschwindigkeit. Nutzer hast heute eine Aktion extra, plus 2 auf die Rüstungsklasse. Vorteile bei Rettungswürfen auf Geschicklichkeit sowie doppelte Bewegungsrate. Ich glaube, ist auch eher was für dich. Ja, nehme ich mit. Gut, dann. Andere Seite durchgeht, oh, wow. Können wir hier noch irgendwo, da oben ist auch noch irgend so ein guter. Der Typ. Hier geht's weiter. Hast du den schon gelootet? Ja, wollen wir nicht erstmal noch zum Haus laufen jetzt, bevor wir hier weiterlaufen? Ich glaube, das Haus ist der geplante Weg. Ah, okay. Guten Morgen, Herr. Warte mal, ich muss mal ganz kurz auf Klo. Da ist richtig unangenehm. Bin gleich wieder da, 3 Minuten. Ja, ja, mach. Ich nehme gleich erstmal einen Heiltrank. Da gehen wir erstmal zum. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich sollten wir lieber. Wir müssen nur noch irgendwie die Balance finden, wer wann welche Entscheidung trifft. Wer wann das Zepter in die Hand nehmen kann. Naja, wir haben unsere Gruppe nicht aufeinander abgestimmt. Jeder spielt einen Charakter, den er gerne spielen möchte.
Aber das ist ja okay in dem Szenario, oder wenn man da aus den Kapseln schlüpft. Sehr schön. Das ist sehr löblich. Wir wollen uns das ja auch hier blind angucken. Nicht mal Streams habe ich gesehen. Wirklich. Gar keine Ahnung. Oh, ich bin dumm. Bin durchs Feuer gebrannt. Ich werde jetzt Kirchen einfach ins... Warum brenne ich denn immer noch? Oh, Stufenaufstieg. Ich kann ja noch was verteilen. Ey, du musst auf Stufenaufstieg. Oh, statt 15 habe ich jetzt 25 Leben. Man kann eine Klasse hinzufügen noch. Nee, will ich nicht. Ich habe jetzt einfach mehr Leben bekommen, scheinbar. Über 15.000 Enden ist crazy. Okay, jetzt habe ich 25 Leben. Jetzt packe ich mir Kirchen und werfe ihn ins Feuer. Schon ja, eben geprüft, ob ich. Out of the box sind wir immer. Ja, da bist du bei dem richtigen. Von Natur aus out of the box. Ah, ne, ich glaube, du hast recht. Wir sollten vielleicht doch mal zu den Ruinen gehen, da. Ja, okay. Da, wo uns das Spiel hinführt. Wahrscheinlich können wir später ja nochmal hier. Denke auch. Ah, oben ist noch eine Truhe. Ach ne, Moment, hier die, waren wir ja. Da, wir da geht's raus. Ja. Ja, nee, nee. Arne, du kannst mal deinen Stufenaufstieg abholen. Hm? Wenn du und links in deinem Charakterfenster ja. auf Stufenaufstieg klickst. Oh, die Augen habe ich gar nicht gesehen. Nee, habe ich gerade dazu auf Klo was gecheckt. So. Entscheidung ausstehend. Hexeraufstieg, alles klar. Zauber erhalten. Wähle die dir bekannten Zauber aus der Liste unten aus. Zum Wirken sind Zauberplätze erforderlich, sofern nicht durch ein Merkmal anders gekennzeichnet. Tja, ich habe eine Person Shadowheart. Wie wechsle ich denn jetzt die Figur, dass ich hier dann bei Shadowheart auch das Dings reden kann? Ich nicht mit ihr Gruppenmodus wechseln? Blitz, also nee. Es gibt auch verschiedene Elementarschaden, sehe ich gerade. Natürlich gibt es das. Shadowheart hat auch den Fall am Porté für Level Up. Okay, cool, danke für die Info. Wenn du es nicht findest, dann gucke ich gleich mal. Verwünschen, dass dein. Lass deine Angriffe dem Ziel zu dich. Ah, Gruppenfenster, Stufenaufstieg. Jetzt klicke ich auf Stufenaufstieg drauf, geht aber nicht. Ich glaube, ich will Person bezaubern. Ich glaube, ich. Sehe auch deine. Ich brauch Personen. Person überzeugen, da fühle ich mich als Hexer. So, kann ich gucken, was du im Inventar hast. Ich kann dir deine Sachen klauen. Geil. Schauerliche Aufrufung. Bei den Studien des okkulten Wissens hast du unheilvolle Beschwörungsformeln zutage gefördert, die dir anhaltendes magisches Talent verleihen. Qualvoller Strahl. Rüstung des Schatten. Ja.
wegstoßen. Das wäre halt auch nice, ne? Was ist denn der Schatten? Ich habe noch einen Goblin. Ich nehme mal qualvoller Strahl und zurückdrängender Strahl. Dieb der fünf Schicksale. Dieb der fünf Schicksale ist auch nicht. Ja, wir machen es erstmal so. Was ist denn eine lange Rast? Ich weiß gar nicht, wann wir die machen. Wahrscheinlich, wenn wir irgendwo pennen oder so, ne? Ja. Und das ist ein cooles Zitat. Blutstein. Jeder kann Blut aus einem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Finde ich cool. Kann man eigentlich auf Shadowheart, ich steuere momentan beide Slaves sozusagen, können wir die auch noch irgendwie wieder 1-1 machen? Oder ist das automatisch? Weiß ich nicht. Aber nervig. Guck mal, überall über dieser Gruppenanzeige, da ist so ein Gruppenfenster oder Tabulator. Wenn du Tab drückst, da kannst du vielleicht den Stufenaufstieg machen. Ja, habe ich schon bei ihr gemacht, ja. Nice. Plündern? Kann man hier was plündern? Nö. Moment. Ach, da bin ich. Okay, wollen wir mal an die Tür kloppen hier? Alles klar, jetzt klopfi. Maybe there's another entrance. Schloss knacken. Chill. Achso. Kannst Schloss knacken? Da ist die Option, wo man die zuweisen kann. Okay. Ich kann das nicht sehen, wie du das knackst. Schade. Wir haben plus 3 Bonus und wir brauchen eine 20. Okay, das ist schwierig. Ich würfel. Nee. Nee. Okay, dann. Wir haben eine 19. Das ist schade jetzt. Das ist verrückt. Kann ich was machen? Nee, ne? Verschlossen. Ich habe einen Dietrich nur gehabt. Okay, ja gut. Und was ist das hier für ein Ding? Pass auf. Uraltes Siegel. Ach, das ist da. Was hast du getan? Ach, das ist unser Waypoint sozusagen. Ja gut, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Also doch wieder zurück, dann ja, die Olga. Nee, hast du schon meinen krassen Hut gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Wollen wir hier am Strand lang oder da hoch? Warte mal. Ja, lass am Strand erstmal gucken, da waren wir noch nicht. Nochmal Diebeswerkzeug. Something the matter. 2 Gold. Ah, ich kann sie fragen, was für ein komisches kleines Artefakt sie da hat. Na, mach das mal. Ich öffne in der Zeit das Schloss hier. There's no story. None that you're entitled to hear anyway. Just forget you ever saw it. Eine 5 braucht man, das schauen wir wohl. Sie sagt, es ist nichts für uns. Wir sollen vergessen, dass wir das gesehen haben. Und was hast du für Option? Das war alles, was wir dann danach. Jetzt habe ich, was haltet ihr von allem, was uns bisher widerfahren ist? Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Meinst du, wir sollten uns besser kennenlernen? Ich glaube, ja. Ich hab Equipment bekommen aus der Truhe, die ich geöffnet habe. Ein Lederhelm. Krank. Was hast du zu meinem Helm? Guck mal, sehe ich aus wie ein richtig krasser Ork. Ist schon crazy, oder? Ich sag mal, ihr lenkt ab. Verheimlicht ihr etwas? Say for a moment that I was. Do you think your blunt approach would get me to confess? A shame you feel that way. Just don't expect me to. Das ist ein bisschen schade, dass du jetzt in dem Dialogfenster bist und ich das nicht sehe. Okay. So, du hast hier weiter gelootet wahrscheinlich, ne? Ja. Alles klar. Ich muss es mal im Stream nachverfolgen, was du jetzt alles benutzt hast. Achso, ich habe eigentlich nur mit ihr gequatscht und am Ende war es so, dass
dass sie mir nichts erzählen wollte. Irgendwer hat hier gerade nach Hilfe gerufen. Du solltest über einen kleinen Button an seinem Porträt dem Gespräch zuhören können. Dann probiere ich das gleich mal aus beim nächsten. Da oben, der will Hilfe. Wollen wir dem Boy helfen? Naja, ich bin nicht so schnell. Achso. Jede Entscheidung, jedes Gespräch könnte einen Unterschied machen, Arne. Ja. Jetzt bin ich da. Gut, da. Welchen Boy willst du helfen? Der links, Dude. Hello. Aha. Ja, spreche mal an, dann probiere ich dazu zu hören. Mhm. Ach, du hast schon gemacht. Also. Nee, er kam automatisch, als ich rangelaufen bin. Sag mal, tötet das selber, vielleicht dazu seid ihr aus oder soll ich kein Problem? Wollen wir das machen oder wollen wir ihn? Ich würde es machen. Ich bin blutrünstig. Ich hab Bock, mich zu fetten. Okay. Aber ich würde nicht sagen, kein Problem. Can you see it? Das Schwein. Ah. Not a sound. Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship. Didn't I? Not? Lass ihn fetzen, Digga. Soll ich einen Kopfstoß geben? Ja, Mann. Musst du wissen, du bist jetzt gerade Hexmeister, ich würd's halt machen. Aber du hast jetzt auch nicht so viel Stärke wie ich, deswegen ist es halt. Das ist ein. Ich nick mal. Splendid. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Mit mir gemacht haben? Ich mach mal, lass mich los. I'm not here for games, you little... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Das ist der Wurm, der Gedankenschinder. Er verbindet uns. Geschicklichkeit, dich losreißen, solange er abgelenkt ist. Er macht 4, Alter. 4 ist nice. Verbrenn ihm die Hand, den Wichser. Klicken, um zum Würfeln auf den Würfel. Nee, das reicht nicht. Doch, es reicht. Ich krieg Bonus. Doch, es reicht genau. Ich dachte, man muss 15 haben. I saw into your mind. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ich finde den witzig. Hoffentlich geht er mit uns mit. Ihr habt doch wohl noch mehr zu bieten als ein Typ mit Land. Ich glaube, ich nehme eins. A kindred spirit. Schattenherz ist einverstanden. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Um.
Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Ja, leider, sie machen uns zu Gedanken schön dann. Ja, ich weiß, dass wir sie nicht in den Köpfen haben wollen. Ihr wisst so viel wie ich. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Vielleicht noch eine Chance. Kontrollieren, loswerden müssen wir. Wie sie? Da ist ein Fehler drin. Wir sollten mehr reisen, gemeinsam haben wir bessere Chancen. Na, du würdest ja mitnehmen, dann pack ihn einer mit zwei. Ja, also ich würde schon sagen, dass wir den mitnehmen. Ich finde seinen Charakter irgendwie witzig. Dann pack ihn einer. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Stufenaufstieg. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Ich würde dir dann Schattenherz geben. Ich muss mal schauen. Raya hat ja geschrieben, wie ich das umschreiben kann. So, unter Escape gibt es eine Option, wo man die zuweisen kann. Nee. Escape ist auch ein schwieriges Ding für dich. Ja, aber Escape habe ich gedrückt. Und Kleriker, passive Werte. Mehrspielerschwierigkeit. Ich kann gerade irgendwie gar kein Escape drücken. Passiert mir gar nichts. Gruppierung aufheben? Nee, ne? Geh mal auf Mehrspieler. Okay, Mehrspieler. Aha! Gut, dann kriegst du sie anwenden. Gut. Du hast tatsächlich irgendwie voll den Damage bekommen. Kannst du dich heilen? Ich glaube, mit Schattenherz müsstest du dich heilen können. Die hat einen Heal-Spell. Ah. Aber. Ja, immerhin, ne? Ja, ja. Gut, Wollen wir weitergehen? Ja, die Frage ist, wo wollen wir lang? Die Eide soll mir nachgehen. Die geht dir dann auch gleich nach, glaube ich. Du musst halt ein bisschen laufen. Ich gruppiere sie jetzt. Ja, immer. Die folgt dir schon. Ja, aber das hier lang. Ja, jetzt folgt sie mir. Okay. Der. Ein Gedankenschinder. Oh. Ah, der ist tot. Ne, ist er nicht. Komm in den Dialog rein. Okay, warte. Da kann ich so zu. Ach. Nee. Ach, du sprichst mit ihr. Ja. Irgendwie grad schon. Das hatten wir schon mit dem komischen Artefakt. Ja. Ah, ich glaube, man muss die Gespräche mit der so führen, wenn du mit der verbunden bist über mehr Spieler. Dass du vielleicht in ihrem Charakter irgendwie progress oder so, keine Ahnung. Weil du kriegst ja immer andere Talking-Sequenzen. Soll ich mal den Gedankenschinder ansprechen? Habe ich jetzt gerade, geh rein hier. Ja, wir müssen das besser absprechen. Du könntest dein Leben hier und jetzt beenden. Doch du spürst Mitleid. Also ich bin einfach wütend, ne? Ja, ich wäre auch für drei, Junge. Was macht er da? Injected er dich? Nee.
You should be whipped, made to bow before this creature in shame. Weiß ich nicht. It's possessing your mind, forcing you to love it, but then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Ich kann mich nicht, ich befreie mich. Exhausted, defeated. Its eyes wet orange pearls. Keine Bosheit. Die Augen für mal schließen. Du könntest, ja, weiß ich nicht, du könntest es quälen oder jetzt killen. Weg mit dem. EP, Junge. Ja, du hast ihn gekillt, dann loot den mal. Was ist denn da drin? Dank der Geschwindigkeit kannst du nehmen. Kannst du nehmen. Okay. Ich hab schon so eine leere Knolle und so. So, ich guck mich mal eben hier ein bisschen um. Aber sieht jetzt nicht so danach aus, als wenn wir hier groß noch was. Nee, ich glaube nicht. Hier sind tote Goblins. Hier können wir noch hoch, ne? Ach, hier lang, aber. Wer willst du erstmal die Goblins dir gönnen? Ja, ist gut, können auch da hoch erstmal. Oh, ja, jetzt Feuer! Ja, okay, dann gehen wir da nicht lang, wa? Müssen, gehen wir vielleicht einen anderen Weg. Ja, jetzt brenne ich eh, Digga, dann reingehauen. Du kannst auch rüberspringen. Ey, die springt drüber! Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, den gönne ich mir auch, den Jump. So, sie soll mich heilen, was ist mit dir? Digga, ich bin zu klein, ich muss noch ein bisschen näher rangehen. Geil, Junge, was für ein Pro-Gamer. Göttliche Führung. Wieso kann sie mich nicht heilen? Wahrscheinlich die Idee. Wir haben, glaube ich, muss jetzt. Muss ich einen Heiltrank nehmen, hilft nichts. Haben wir jetzt eine Abkürzung genommen? Wahrscheinlich, ne? Junge. Zerrissene Netzfalle verwenden. Junge, hier ist irgendein Portal, Bruder. Nochmal zusammenbleiben. Eine crazy Rune. Vorratspack, 40 Lagervorräte und ein Goblinbogen. Knochen. Oh, hier ist ein Dolch drin, der besser für mich ist. Ich nehme den mal mit, ne? Ich kann das Siegel berühren hier, Digga. Kannst du es berühren? Ich berühre das jetzt. Ah, da, ist das wieder ein Waypoint vielleicht? Kann das sein? Eine Hand. Eine Hand? Eine Hand kommt durch. Okay. Ja, du musst mit rein in den Dialog langer. Wir müssen uns ein bisschen besser absprechen, dass wir auch alles mitbekommen, beide. Ja, okay, dass man den Zauberplätze verbraucht. Geh mal auf mehr Spieler. Zauberplätze verbrauchst, meinst du mit der Heilung oder was? Könnt ihr zur Hand. Ich glaube. Risk it, Alter. Schön die Hand reinstecken. Ja, du musst. Hier, du kannst auf mich drücken, da im. Ja, ich sehe dich. Ich bin noch bei dir mit drin. Achso, okay, du bist schon drin. Ja. Okay, aber ich glaube, ich kann. Warte, wer seid ihr? Soll ich ihn ziehen, Alter? Stärke. Ja, Mann, wenn du die Wahl hast. Ich zieh ihn. Ah, ich kann auch markieren, was ich machen würde. Ja, schaffst du ja locker. Echt? Ja, ich kann markieren, dann siehst du da rechts neben der Option mein Icon. Ah, okay. Wie sie geschafft, Junge. Ist das jetzt auch ein kritischer Erfolg oder was? Nee, was ist denn ein kritischer Erfolg? Was muss es doch auch geben, wenn es an dem. Nee, gibt's nicht. Also nicht in dem Kontext. Ich hatte schon eine 20. Und wen ziehen wir da? Wer ist er? Gandalf Gondor. Sieht aus wie ein Hexenmeister, so jährlich mit den Ohrringen. Und seiner lila Kleidung. Die Augen von dir. An Gale.
war sein Portal. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Euch vorstellen. Ich würde das nehmen. Eins immer verloren, 20 immer gewonnen. Auch wenn du eine 25 brauchen solltest. Der Würfel muss die 20 zeigen ohne Boni. Aber wozu gibt man dann 25 an? Das verstehe ich. Ach so, damit man das über Bonis noch erreichen könnte. Okay, da wird irgendein System hinterstehen. Gibt es in dem keine Heilzauber? Achso, ja. Aber ich kenne euch doch, nicht wahr? In gewisser Weise. Wart auch auf den Nautiloiden. Was, wenn ich jetzt anderes mache? Kannst du ja machen. Ist ja dein Dialog. Ist ja natürlich. Ist ja dein, glaube ich, deine Dialogoption. Das ist ja die Frage, weil wenn du jetzt immer abwechselnd die Dialoge führen, dann kommen wir bei keiner stringenten Handlung raus, weil ich bin vielleicht ein Giga-Assi und du bist halt eher ein... Ja, aber du führst doch den Dialog gerade. Ja, ja, verstehst du, was ich meine? Es müsste eigentlich so funktionieren, dass als ein Charakter quasi die Handlung fortgesetzt wird, egal wer die Dialoge führt. Also, das könnte jetzt ebenso gut auch du sein. Verstehst du? Ja. Also müssen wir eigentlich... Ich glaube nicht, weil das ja so spielt, dass du, welche Dialoge du auch gehst, in deinem Charakter an sich bestimmte Folgedialogoptionen kriegt. Also wir haben später beim Dialog werden wir irgendwann unterschiedliche Möglichkeiten haben zur Auswahl, glaube ich, auf den beiden Charakteren. Ja, aber diesen Dialog hier mit dem, den wir jetzt gerade aus dem Stein gezogen haben, der ist nur einmalig. Ja. Ja. Du brauchst 25 Mal Schutz, Seine 18, bist aber geschickt in Finger, kommst du durch. Ah, ja, okay. Ja, so habe ich mir auch gedacht, okay. Impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Also, ich sehe dich bei 2. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand. So who am I to argue? Still, swashbuckling heroics aside, meine Mütze sieht so unseriös aus, das ist geisteskrank. Junge, ich hab den besten Hut. On the ship, you two were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Okulare Penetration, ja, würde ich auch sagen. Ich möchte, dass er mehr erzählt. Ich finde eher, es ist 2, weil du es gerade in deinen eigenen Worten so gesagt hast. Du hast nicht wie der Mensch gehabt beschreiben können. Are you sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite? Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers. Ah, das ist voll der Smarty. Ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. Hast du gehört? It is to be avoided. Doctor, surgeon, uncannily adroit with a knitting needle. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most cleric skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Rein. Established few enough can. It's not exactly a common affliction. Er soll mir nicht verhöhnen, ich bin Barbar. And soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Guck mal, der will mitlaufen. Ich weiß nicht, wie groß die Gruppe sein kann. Wir sind jetzt zu viert, ne? Ich würde es einfach mal probieren. Ja. Oh.
I see you're traveling with plenty of company already. Ja, wir sind schon maximal. Dann sagst also, du, der weiß halt, was wir machen müssen wahrscheinlich mit der mit unserem Würmchen im Kopf. Ja, wollen wir jetzt den Schattenherz loswerden, weil wir die eh cringe finden? Ja. Ja, dann los. Ihr seid mit ihrem komischen Artefakt. Ja, besser ist es. Jetzt hat der AC auch noch so einen Stufenaufstieg. Wie mache ich das nochmal? Da. Magier ist er. Zwei Zauber erhalten. Entscheidung ausstehend. Hey, jemand, der ungescheit noch anspielt. Ja, wir finden die halt cringe. Raus mit der. Schlechtig. Sie ist der beliebteste Char der Community. Ja, wir finden die cringe. Schlechtig. Ja, wir sind halt gar nicht in der Community drin, ne? Ich bin so ein Oldschool-Gamer, der halt D&D live spielt und ansonsten gar nichts. Und Kevin, also Panenkas Erfahrungswerte sind World of Warcraft. Was das angeht, würde ich sagen, ein bisschen Elder Scrolls wahrscheinlich. Ja. Darum haben wir, also, wir warten auch schon relativ lange drauf, dass wir das mal zusammen daddeln können. Bin mehr so der Witcher-Spieler. Du könntest dich nochmal heilen. Ach nee, die kann ja nicht mehr heilen, ne? Aber du hast noch Health Pots, von daher geht's. Du hast halt fast nur noch die Hälfte Leben. Egal, was kann der Typ denn so? Kann der Magier mich heilen? Nein, nicht. Kältestrahl, das bringt mir nichts. Guck dir den Magier mal an. Ich mach mal eben einmal einen Talk mit meinem Freund hier. Er sagt so, ja, wir haben es also geschafft, einen Zauberer mit in die Gruppe zu nehmen, der es geschafft hat, in seinem eigenen Portal. Ja, bitte. Also, warte mal. Wenn ich das jetzt mache, okay, guck mal. Das ist mein Real-Life-Bild. Einfach mein IRL-Bild. Ja. Erzählt mir etwas von euch. I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Ja, den können wir auch wieder loswerden. Okay. Ja. Die chillen dann alle im Lager, glaube ich. Ich weiß nur noch nicht, wie wir ins Lager kommen, aber das sehen wir dann. Ich weiß noch nicht, wo unser Lager ist, aber okay, cool. Wird sich schon zeigen. Wo gehen wir jetzt überhaupt lang? Hier lang? Was sind. Hier kann man noch nichts looten. Hier ist irgendwas. Oh, das sind Feinde. Und da ist die Alte. Kann man mitsprechen mit denen. Ich geh mal ran. Ah, unten rechts ist kleine Lagerfeuer. Da könnt ihr euch jederzeit ins Lager porten. Okay. Dein Schild ist vor. Get rid of them. So, ist ja mein Dialog, ne? Sehr fordernd für eine Frau in eurer Position. Keine Sorge, ich lasse sie verschwinden auf die eine oder andere Weise. Täuschen. Überzeugen. Die Tieflinge angreifen. Weggehen. Was würdest du wählen? Ich könnte halt täuschen, ne? Sie hier wollen wir töten? Nee. Nee, also, ich könnte jetzt die Feinde, die da rumstehen, täuschen. Ah. Soll ich destroyen oder willst du dich fetzen? Also ich würde mich natürlich immer fetzen, ich bin halt ein Barbar, aber du bist halt ein kleiner, schmieriger Hexenmeister, also versuch sie ruhig zu täuschen. Kann ich einen Bonus hinzufügen? Ah, geil. Ja, dann hau ich den auch rein. Aber das ist, also du hast ja schon so plus 5 und Schwierigkeitsgrad ist 10. Kann ich den da rausnehmen? Ja. Ja, aber dann schauen wir mal. Wenn man sich den aufsparen kann. Ja, gut.
Ich hätte überlegen sollen. Ja, das sind Dinge passiert, ne? Dann fighten wir jetzt wohl. No. I'm not leaving this fiend with a stranger. Kill them. So. Ja. Dann überzeugen vielleicht nochmal probieren. Nee, das ist, geht ja darum. Darum geht es ja darum. Um sie zu befreien. Nee. Nee, wie soll. Wie, die ist ja jetzt gefangen und dann soll man die runterschießen und dann töten wir die. Das ist das Ziel. Ich glaube, wir müssen die kleinen Teufelsmenschen überzeugen. Ja. Die aus dem Käfig runterzuschießen. Ja, und dann töten wir sie. Und dann behaupten wir, wir müssen sie töten, bevor sie Leid anrichten kann, aber wir sind mit ihr in einer Gruppe. Ja, okay, wollen wir das? Wenn du das sagst. Schwierigkeitsgrad. Ja, wäre crazy, wenn wir sie jetzt töten. Game vorbei. Naja, das ist ja auch nur irgendein Charakter. Wird schon nicht vorbei sein. He's right. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. Damn Ace! Enough. Lower the trap. Ready your blade. Ah, guck mal. So, und was jetzt? Gehen wir zu ihr. Join me. Ich spreche mit ihr. Hä? Sie sagt join me or die. Sie ist ja richtig aggro. Oh, guck mal. Jetzt kann ich. Ja, also ich würde halt die Tieflinge angreifen, ne? Also bei dem Satz hätte ich sie halt angegriffen, weil die einfach denkt, sie ist der King. Unsere erste Unterstützerin, ne, im Schiff. Und vielleicht kann sie auch uns dabei helfen, den Wurm loszuwerden. Die ja, komischen Random-Tieflinge, die jucken mich nicht. Okay. Also, ich... Wäre jetzt mein Gedankengang. Ich finde das halt cringe, dass sie sagt, dass wir für sie kämpfen sollen, ansonsten sterben wir. Hä? Gefällt mir das Mindset, ich bin auch ein Barbar. Ja, okay, dann greifen wir die Tieflinge an. No! Ich meine, wir wollten sie ja von Anfang an befreien, oder nicht? Ja, schon. Aber da habe ich nicht gemerkt, dass sie so drauf ist. So. Da kann ich einen Back-Attack machen. Wer ist er eigentlich? Schurke, okay. Hinterhältiger Nahkampf. Geil, ich bin auch da im Vorteil, ne? Ach so, nee, ich muss erst moven. Irgendwie gar nichts machen. Ja, weil ich gerade am Zug bin. So, aber jetzt, ich bin ja hinter ihm, jetzt müsste ich ja im Vorteil sein, oder nicht? Mhm. Ja. Die zwei ist schon sehr assi. Kritischer Treffer, eine 6, wow. Okay, Zug beenden. Jetzt ist er dran. Okay, das ist die Reihenfolge da oben. Mhm. Junge, was geht ab? Du wurdest voll dahin gepfeffert. Aber jetzt werde ich ihm erstmal einen erzählen, Junge. Hier. 14 Schaden, das ist ja jetzt nicht... 14 Schaden ist crazy, das ist dann instant tot. 4 bis 13. 2 bis 12. 7. Du hast voll die übertriebenen Attacken drauf, Junge. Ist ja geisteskrank. Geisterkranker. Gut. Was macht die jetzt? Fehlschlag, Junge. Und die wollte uns töten, oder was? Hm. Die läuft weg, die Bitch. So. Zug von Panenka. Oh, ich mach jetzt einen Hexenfall. Lasse stirbt bei dir jedes Mal. Ja, also weiß ich nicht, fand die jetzt auch nicht so nice. Ich hätte die da, glaube ich, auch angegriffen. Das ist ja ganz schön frech. Fehlschlag. Fehlschlag ist crazy. Das ist auf jeden Fall cringe, würde ich sagen, beim Magier. Der macht ja sonst nichts außer magische Attacken, ne? Schwierig. Okay, jetzt komm ich ran an die. Ja, kannst du. Kommst du an die mit dem Bogen? Ja, oder? Ich komm ran. Hauptangriff. Ne, wir machen Spalten 3 bis 8. Du brauchst 10 Schaden, um sie zu killen. Hauptangriff 4 bis 15 Schaden rein da.
Oh, schade. Neun. Neun, das ist scheiße. So, jetzt ist mein... Ich springe noch, pass auf. Guck mal, guck dir das an. Oh, Junge, geil. Alter, bin ich gut. Hast du das gesehen? Gamer. So, der hat 7 Leben. 4 bis 7. Hinterhältiger Angriff. Oh, ich hätte ihn auch von hinten Fernkampf angreifen können. Hauptangriff, durchbohrender Schlag. Wie Leben hat er noch? 7. Könnte den auch mit Glück one-shotten. Kritischer Oder Fähigkeit. Du könntest ihn einfach kritisch. Du hast ihn nicht nur nicht geone-shottet, du hast ihn ja noch geheilt mit deinem Dolchangriff. Nee, kritischer Fehlschlag. Das war unschön. Digga, der bumst dich. Wo will er denn hin, frage ich mich. So. Warum hast du eigentlich so eine mächtige Machete? Junge, die habe ich vorhin gelootet, habe ich doch gesagt. Wie viel Schaden macht die? Das macht ja gar keinen Sinn. Warum gibst du mir die nicht? Warte, die macht 2 bis 7. Ja, okay. Macht nicht so viel Schaden, wie sie ja mächtig aussieht. Ja, 4 bis 13, 2 bis 16, 10 Züge. Bezaubert einen Humanoiden, damit der dich nicht angreift. Okay, aber ich kann nur eine Aktion machen, ne? Ach scheiße, ich kill den jetzt einfach. Ciao, du Wichser. Oder ich dachte, du schießt auf mich. Wo ist der denn hingelaufen? Hinter dir liegt der Boy. Ist gekillt, ja. Zug beenden, Junge. Fehlschlag. Das ist bitter. Die ist jetzt auch gleich tot, die Alte. Nee, ist sie nicht. Das wäre schön. Ich mag keine Lortech-Gitarre. Ach, das sind die wahrscheinlich die Rasse, ne? Natürlich gibt es halt die von den Gedanken schon versklavt sind und die sich befreit haben. Ich spiele gerne Charakter, die unter dem Radar unterwegs sind. Ja, fühle ich erstmal. Ich kann es so richtig. Alles mit dem Pigeon. Lederrüstung, Rüstungsklasse 11. Nehme ich mit. Ein Dolch, Kurzbogen, eine Kartoffel. Ah, nehme ich erstmal mit. Bist du, was sagst du, was ja. Brauchst? Ich habe auch gar nicht mitbekommen, was du gelootet hast, weil ich ja noch einen Dialog habe. Meine Leute haben ein Heilmittel für diese Infektion. Ach, sag das doch. Ich muss eine Krippe finden. Meine Leute haben ein Heilmittel für diese Infektion. Ich muss eine Krippe finden. Ihr werdet mit mir kommen. Digga, wie sie einfach... Ja, ist okay. Heilmittel ist gut. Was genau ist eine Krippe? When infected with a Gaith tadpole, we must report to Augusto for purification. Okay. Er hat die Peilung. Ist eindeutig. Ein schlechtes Danke wäre nicht verkehrt. Einfach damit mein Bild im Stream ist. Ja, aber nehme ich auch. Ach, guck mal, wie sie abgeht hier. Ja, würde ich aber sagen, hat sie recht. Junge, soll nicht lange rumschnacken. Ab zur Krippe. Ja, gut. Okay, jetzt müssen wir irgendwie loswerden. Dann geht wohl mein Gay-Schurke da los. Ja, du kannst ja nur erst den Gay-Schurken zurückschicken, ja. I would object, but sitting by the fire while you do all the hard work sounds marvelous, actually. Well chosen. Sounds marvelous, actually. You have made an ally from Kresh Kalir. Guck mal, sie ist doch eine gute, eine richtig schöne Ohrkriegerin gefühlt. Ihr müsst sie nicht dabei haben als Charakter. Alle Chars, die im Lager sind, sind in einer Gruppe dabei und für Quests etc. dabei. Okay. Ja, sie kommt jetzt erstmal mit. So, die hat einen Stufenaufstieg. Das wäre aber wahrscheinlich echt besser, wenn wir den... Also ich weiß, warum die wahrscheinlich, also die wir als allererstes aussortiert haben, das war halt eine Heilerin, das war jetzt schon nicht schlecht. Ja, wir können die auch wieder reinnehmen. Wir haben doch irgendwo dieses Feuer, Lager und Rastmenü. Ich geh da mal raus. Verstecke erstmal die Leichen im Gebüsch, nicht dass hier noch irgendwelche Leute. Digga, wir können. Achso, du hast schon gelootet jetzt, oder was? Ja. Hast du eine Rüstung gelootet oder wie?
Eine Lederrüstung. Hier ist ein Kurzschwert drin. Weiß ich nicht. Hier ist ein Kurzschwert drin, was 2 bis 7 Schaden macht. Ah, okay. Bist du schlecht für mich. Und hier ist eine Lederrüstung. Gepolsterte Lederrüstung. Die ist genauso viel Lederrüstung, wie ich habe. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Nimm mit. Wie viel hast du denn? Ich habe 11. Ich auch. Kann ich mehr auf einmal wählen? Ja, okay. Und den Bogen... Kann ich den Bogen auch von jemand anders looten lassen? Von ihr? Ach, brauche ich eine Armbrust. So. Nee, da. Warum kann sie jetzt nichts looten? Weird. Okay. Ich habe einen Krummsegel, 4 bis 9 Schaden, brauchst du den? Plündern. Krummsegel 4 bis 9. Ich hätte jetzt gedacht. Also du benutzt wahrscheinlich eh nur Zauber, oder? Ja. Ach, C ist Verstecken, oder? Okay, cool. Ah, okay. Und bei mir würden Waffen mehr, also entsprechende Waffen mehr Schaden machen als bei dir. Weil das skaliert mit den Werten. Okay, und schau die Waffen mal. Wenn das eine Stärke ist, würde bei dir das als Waffe mehr Damage machen. Okay, ich verstehe. Kannst du dir meine Waffe anschauen, die ich in der Hand habe? Warte, ich kann übers Gruppendings. Denn, ja. Machst du damit mehr Schaden? 2 bis 7 Schaden. Ich pack sie mal in mein Inventar, geht das? Wenn nicht, dann müsste ich sie, glaube ich, ausziehen. Pack sie mal in dein Inventar. Oder in mein Inventar. Kann ich das? Werfen? Ja, wenn du oben links. Nee, du musst aufs Gruppenfenster, da siehst du ja auch mein Inventar und alles. Mein Equipment. Wo? Gruppenfenster, Tabulator. Ah ja, I feel it, okay. So, das heißt. Aber. Bei dir macht meine Waffe 4 bis 15 Schaden. So, und bei mir. Ja, 4 bis 9 macht der Goblin Krummsäbel bei mir auch, ne? Dann ist das. Also egal. Ich kann den gar nicht anlegen. Ich kann wahrscheinlich. Okay. Ach so, dann kann ich ja jetzt einfach auf den Bogen gucken. Dann, der macht 2 bis 7. Der Schaden ist der gleiche, ne? Ja. Ja, bei mir macht das noch gar keinen Unterschied, ob es bei dir ist oder bei mir. Okay. Vielleicht sind unsere Werte auch noch zu niedrig. Das kann gut sein. Knochen. Spieluhren. Aber wir können auch ab und zu mal gucken, ob wir auch Equipment haben für unsere Mates. Ja, habe ich auch gerade schon reingeguckt. Kampfstab. Ja, okay. So, ich würde jetzt hier so eine große Lagerrast machen. Lange Rast, begib dich ins Lager. Du kannst Lagervorräte verwenden, um Treffpunkt, Zauberplätze und kurze Rasten wiederherzustellen. Macht das Sinn? Oder einfach zum Lager gehen, ne? Nee, das macht ja nur Sinn, um kurze Zauberdinger wiederherzustellen. Also gehen wir einfach zum Lager. Oder wo bist du? Ich bin zum Lager gegangen. So. Crazy, hier waren wir noch nie. Was ist das da? Ist das eine instanzierte Area oder ist das? Ich weiß es nicht. Reisetruhe. Du kannst diese Reisetruhe nicht nutzen. Ach, hier kann ich Sachen reinpacken, oder was? Mysteriöses Artefakt, Schattenherz. Ach, das ist Schattenherz-Lagertruhe, oder was? Gut, ja, wollen wir die jetzt mitnehmen statt der Lazael? Weil für Quests ist das anscheinend egal. Weil du bist schon im Dialog. Ja, irgendwie kam das. Sie hat Angst vor Lazael, Laura, wie die heißt. Schattenherz, auch ein crazy Name. Something the matter. Kommt mit. Okay, mir. Aber das ist quasi ein instanzierter Bereich. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier rauslaufen kann und bin dann sofort in der Open World. Oder so. Ja. Right? Ich sag jetzt, sie soll mitkommen, ne? Dann ist jetzt diese Drachentante weg. Like ample company already. You'll need to figure out who you can live with. Ja, okay, I see. Wonderful. Hier ist der Arzt Gale. Gut, die Alte ist jetzt gone. Bro, wie heile ich mich aber hier?
Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst dich nur heilen, wenn wir so eine richtig große Rast machen, oder? Tag beenden. Wir können hier den. Lass mal eine lange Rast machen. Lange? Du hast genügend Ladung, um den Tag zu enden, um einen langen Rasttrefferpunkt und Zauberplätze wieder zu haben. Machen wir das mal, ne? Aber ich habe jetzt auch. Ich warte auf dich. Gut. Aha. So, und dann liefern wir jetzt das hier wieder. Nee. Ey, nee, warte, die hat eine Quest hier. Komm her. Ein Ausrufezeichen. A monster forms inside us. And you think to be. I knew your kind to be fragile, but I didn't foresee the severity. Hat sie aber einen Punkt. Be quick about your rest. We must locate a crash. Okay, wir müssen den Crash immer noch finden. Das ist unsere einzige Möglichkeit. I do not trust a common healer to extract a Geth tadpole without killing its host. At a crash, a gust still may cleanse us safely. Take your rest. I will stand watch. Should a single ja, du bist eine ganz coole. Spit your skull, I will not hesitate to end you. Ja, wir lassen sozusagen schlafen und füllt alles wieder auf, ja. Ich guck mal. Schon wieder geschwätzt, Tusky. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Lagerrastmüll? Ne. Lager verlassen? Kann ich nicht. Warum nicht? Ach, weil du im Dialog bist. Ich rede mit dir. Ah, okay. Let's get on with it. This way. Ja. Die hat auch noch irgendwie eine Quest für mich, die alte hier. You strike me as the reliable sort. Was hat die gegen meine fleischige Nase? Ja, ja, Krippe, ich hab's verstanden. Spare me the petty tyrant routine. You're better than that. You should get some Kommt doch in meine Gruppe. Kommt in die WhatsApp-Gruppe. Aber sie ist doch schon dabei, oder nicht? Hm? Sie ist doch schon ja, in unserer ja, Gruppe. Ja, sie ist dabei. Ja, okay. Ja, weggehen. Und was jetzt? Zu Bett gehen. Dann gehe ich jetzt zu Bett. So, was macht man hier? Lagervorräte. Zack. Okay. Lange Rast. Angriff. Erstmal ein bisschen Nickerchen machen, ne? Liegt da, wächst ja noch ein Wurm in unserem Kopf. So, können wir jetzt hier raus? Ja, Lager verlassen. Wo spawnen wir dann? Da, wo wir vorher waren wahrscheinlich. Okay, das ist crazy. So, dann ist jetzt die Frage, wo wir lang müssen, ne? Durch das Ding da? Also, ich würde jetzt halt gucken, dass wir mal auf die andere Seite von diesen Ruinen da kommen. Also. Was sagt denn M? Ja, dann müssen wir. Ja, müssen wir quasi jetzt hier da oben lang. Und dann sind wir schon in den Ruinen. Aha. Da steht irgendwer. Ja. No another step, hear me? Boss! Got company up here! What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. So, ihr seid hinter dem Schiff, Herr Einerlei Escort, und ich führe nicht zum Schild, ich sehe mich nur um. Das Schiff ist voller Monster, ich würde mich nicht in die Nähe wagen. Ich glaube, das Schiff ist eine Invasionswaffe, läuft weg. Das würde ich nehmen. Ich würde täuschen probieren.
Oder soll ich Hexenmeister nehmen? Du willst einschüchtern machen? Ja, aber ich bin auch mit ich bin auch mit Hexenmeister einverstanden oder täuschen. Poisonous? What? Don't like the sound of this, boss. We're leaving. Come on, move it. Das ging ja einfacher als gedacht. Ja, easy. Jetzt können wir hier looten oder was? Komm ich hier runter? Ja, ich muss die Kamera drehen. Da ist eine Tafel. Sieht aus wie ein richtig hässlicher Typ. Da, geborstener Stein, da ist unten irgendwas. Geh mal an die Tafel kurz. Okay, das war's. Warte mal, ich rede mal mit meinem Magier hier. Ja. Okay, wir müssen mal auch die ganzen Dialogoptionen mit unseren Begleitern und so mal uns anhören. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Bin ich ja jetzt so weit. Was wollt ihr von uns, bis wieder vorne? Ah ne, ich bin da, wo wir vorher auch waren. Erklettern. Jetzt ist Schattenherz mit uns. Wieso ist jetzt nicht diese Elasel dabei? Ja, ich habe doch Schattenherz extra mitgenommen, wegen hier. Die ist noch für die Quest trotzdem am Start. Wenn ich Gnome sehe, muss ich mich mal an unsere Asmir Baban erinnern. Da hat man einen Gnome. Okay, ich habe einen Kamerabug. Okay. Ja. Okay. Ah, jetzt geht's wieder. Holzkiste. Hier ist eine Tür, Bro. Wo? Hier bei mir. Bist du ganz unten oder wo? Ja. Ich bin hier. Ah, du bist die Leiter. Ja, da geht's, glaube ich, erstmal raus. Wir sollten das hier noch machen. Warte mal. Was? Erstmal sind hier noch Jutesack. Hier ist noch eine jede Menge Zeug. Diebeswerkzeug. Fallenentschärferwerkzeug. Seil. Eine Fackel nehme ich mal mit. Das Seil nehme ich mit. Fallenentschärferwerkzeug würde ich jetzt mal aufheben. Den Rest lasse ich dir, wa? Ja. Was sagt der Jutesack? Da ist eine Karotte drin. Alles nein. So, und dann gucken wir, hier ist noch was. Warte, da. Geborstener Stein. Ich glaube, mit Stärke oder so müsstest du was machen können, oder? Verwenden? Tafel. Ah, da, oh, guck mal, da oben ist ein Stein. Verwenden. So, Rettung. Ich warte. Ich habe eine Idee. Ich gehe hier hoch. Kann ich? Easy, I got you. So, dann können wir da mit dem Seil jetzt runter. Ich habe dann ein Seil gelootet. Oder müssen wir springen? Oh! Wir sind unten. Okay. Erkunde die Ruinen. Mach du zuerst damit. Achso, du bist nicht unten? Doch, ich bin auch unten. Aber, achso, weil ich jetzt den ersten Angriff habe. Ja. Und ich kann auch was machen. Ich kann Wunden heilen. Lenk deine Gegner mit einer Illusion ab. Im Abstand von bis zu 3 Metern von der Illusion sind deine Angriffswürfe. Oh Junge, ich hab den so auseinandergebumst. Ich hab da eine Illusion hingepackt. Vielleicht wirst du abgelenkt. Schild des Glaubens. Schütze eine Kreatur vor Angriffen, erhöhe die Rüstungsklasse. Dann kriegt der Mage. Ich kann nur eine Sache machen. Ah, my bad, Bro. Das war dumm von mir. Das wusste ich nicht. Okay. Ich dachte, ich habe so Aktionen, die ich halt machen kann. Dann movest du dahin. Hier. Wir können ja auch noch ganz viel lesen gleich und so sehe ich gerade. Ich beende mal den Zug. Alles klar, Bruder. Okay. Person bezaubern. So.
Ja, die sind voll stark. Schauen wir schon. Du springst erstmal nach hinten, ja. Ja. Zug beenden. Ich muss gleich mal meine Illusion rausrufen, das geht ja gar nicht. Kann ich die Kamera irgendwie lösen von einer Figur? Ich glaube nicht. Oder doch, mit WASD kannst du gucken. Ganz normal WASD. So, wie sieht denn das Leben aus? 12 von 17. Du bist noch recht healthy, aber du musst auch dich gleich bewegen, weil du im Feuer stehst. Machst du jetzt eine krasse Aktion? Ich überlege, was ich mache mit als Mage. Feuerpfeil, Donnerwoge. Okay, die Donnerwoge bringt jetzt nichts. Der Hexenpfeil, den könnte ich machen. Ich könnte die Tür schmieren, damit da Fett liegt. Er würde verlangsamen und stürzen lassen. Soll ich es mal probieren oder soll ich Damage machen? Der hat 25 Leben. Eins für 14 Schaden, okay, ich greife an. Nee, ich würde verlangsamen tatsächlich, dann können wir ein bisschen uns links, rechts stellen, sodass die durch die Tür laufen müssen, damit die uns treffen. Guck mal, Fettexplosion sogar genau. Noch bekommen. So. Und dann müssen wir nur gucken, dass wir uns, glaube ich, an die Mauern stellen oder so, dass die da reinlaufen müssen. Ja, Junge, was? Ja, du musst. Feature Fehlschlag. Ja, wir müssen. Du musst den Mage da raus bewegen. Die, guck mal, der hat Schaden bekommen. der Mage ist jetzt als einziges im Ziel. So, dann machen wir mal einen Jumpy. Da kann ich nicht hinspringen. Dann springe ich dahin. So, und dann mache ich jetzt mal. Kann ich meine Illusion jetzt noch machen? Nee, habe ich verbraucht. Personen bezaubern. Heilige Flamme. Macht ein Ziel resistenter gegen Zaubereffekte und Zustände. Es hält ein. Dann mache ich das auf dich. Okay, soll ich ihn jetzt mal fetzen? Jetzt bin ich ins Feuer gelaufen, ich Vollidiot. Wende ich mal meinen Zug. Ich habe dir jetzt auf jeden Fall irgendeine Resistenz hochgeballert. Was ist das? Reaktion. Einmal pro Runde kann ein Charakter auf eine andere Reaktion reagieren. Ich habe Fehlschlag gemacht. Ja. Unglücklich für uns, würde ich sagen. Junge, ich will aus dem Feuer raus. Muss mich gleich mal heilen. Junge, der Mage hat noch 3 Leben, der ist gleich tot. Kann ich den heilen, den Mage? Er hält temporär 5 Trefferpunkte und bewirkt 5 Kälteschaden bei jeder Kreatur, die dich mit einem Nahkampfangriff trifft. Ja, ich muss den Mage heilen irgendwie, ne? Erhält nur halben Schaden durch Hieb, Stich und Wurfwaffen. Aber 5 Schaden ist halt auch nichts, ne? Das ist ein Range-Angriff, dann ist der weg. Ich glaube, ich mache Damage. Ich kann den auch wiederbeleben, den Boy, glaube ich. Wieso habe ich mich eigentlich zur Wand gedreht? Das ist richtig dumm, auch im Rücken zum... So, Die haben alle noch so viel Leben, ne? Klingenbaum. Wir schaffen das schon. Zehn Damage schon egal. Was ist das? Junge, die Fettexplosion war auf jeden Fall krass. Ja. Kampfrausch, okay. Plus 3 Schaden.
Der Bastard. Der geht auf dich, was? Zug von Panenka. Oh nein, Kirchen. Oh, Fehlschlag, puh. Wenn die Treffung eines Mitglieds einer ist sterbend. Ja, und der Boy ist tot. Also unser. Bei drei erfolgreichen Würfen stabilisiert es sich, bei drei Misserfolgen stirbt es. Pass auf. Kann ich jetzt eine Illusion rausholen? Nee. Wie viel Leben hat der Arzt noch? 8. 6 bis 17 Schaden. Reiner. Was? Es reicht einfach nicht. So, ich mach Wunden heilen. Ich stoße ihn jetzt. Wie kann ich dich denn jetzt heilen? Ach, du bist nicht in meiner Range, okay. Unglücklich. Dann mache ich erst einen Attack. Oh shit. Ich bin Fehl? Oh nein! Boah, das tut ja so weh! Der hat 2 Leben, der Bruder. Ich gönn mir ein heilendes Wort, glaube ich, weil ich vorne stehe. Aber lauf doch erstmal aus dem Feuer raus, wie wäre das? Digga, ich hab nicht den Movement dafür. Kannst du noch moven? Nee, ist alles rot, ich hab keine Bewegung, weil ich angegriffen habe. Ach du Kacke, erstmal, okay, hättest du glaube ich. Gelegenheitsangriff, weil ich. Noch den Rücken. Ja, weil ich gemoved bin. Ich hab gedacht, ich probier mal zu moven und dann kriegt er den Gelegenheitsangriff. Shit. Immer Frühstück mit der Familie, viel Spaß. Ja, das war dumm. Jo, Rhea, ciao, ciao. Kann ich da helfen? Rhea denkt jetzt auch, okay, jetzt, da muss ich los. Kann ich dem Boy helfen? Das ist dann meine Aktion. Ich glaube, ich kill den. Jetzt mache ich den erstmal. Fehlschlag? Warum krieg. Wie oft roll ich denn den Fehlschlag, Junge? Wir werden gebumst. Ich würde halt. Ich gönn mir jetzt erstmal nochmal. Einen Helftrank hier. Den baller ich mir rein. Okay, der ist verbrannt. Der Magier kommt rein. Fehlschlag auf dich, das war richtig geil. Da hinten ist ein Ölfass-Explosion. Kriege ich die auch noch hin? So, pass auf. Ich brauche Heilung. Ja, das ist mir durchaus bewusst. 4 bis 7. 4 bis 11 heilen. Ich heile mich mal selber. Dann haue ich mir noch einen Helftrank rein, Junge. Full HP wieder. So. So, Zug beenden. Abfahrt. Ich will die Ölfass-Explosion machen. Der Tod ist nah. Ach, weil ich verblute hier oder was? Du musst irgendwie um sein Leben würfeln oder nicht? Hä? Musst du nicht irgendwie um sein Leben würfeln oder so? Du, nicht ich. Ich? Ja. Nee. Ist nicht mein Boy. So, ich gönne ihm jetzt hier erstmal einen. Super. So, kriegen wir da jetzt eine Ölfass-Explosion hin, frage ich mich. Mütze zuerst und ich danach. Warte mal, wie ist denn das Leben so? Meiner ist voll, du bist. Hast noch 9 Leben, ne? Du hast auch noch einen Health-Pot, oder? Ach, keine Ahnung, ich mache jetzt hier mal was. So. Und dann kann ich noch. Ich will aber nicht ans Öl verslaufen. Ich laufe jetzt mal hier hin. So, Zug beenden. Kann ich dem Arzt hier helfen? Hilfe auf Gale. Jetzt blocken wir ihn auf jeden Fall wahrscheinlich, ne?
Ich bin durch irgendwas gefesselt. Kampfrausch. Oh, Fehlschlag. So, jetzt kann ich wieder was machen mit dem Mage. So. Ich brauche einen Health Pot. Komm, verpiss dich. Kritischer Treffer, Junge, ich habe ihn gewonshottet. Das war nice. Hast du gesehen, Junge, wie ich ihn einfach gewonshottet habe? Bin so weit weg. Weg ist unterbrochen. Ich muss mich hierhin bewegen. Und dann kriegt er den hier. Bam, Junge. Wir hätten einfach mit den Fässern spielen müssen. Das war ja so viel Damage schon wieder. Okay, jetzt können wir hier ganz entspannt looten aus. Never a dull moment. No one stopped me yet. Gut. Oben Lederrüstung, Dolch haben sie alle okay. Dabei. Du lootest jetzt schon wieder. Also, wir haben ja eh ein gemeinsames. Sicherheit. Holzbank. Bücherreihe. Lederhandschuhe. Buch des letzten Atems. Liegt hier im Buch. Guckt euch das an. Es bewegt S. My Pinner, Laborexplosion. Wird Crest überfallen an der Gasse in die Winter. Ich steht mir im Licht. Dana Reh, Federlung. Federlung, Kranke aus Tiefwasser. Du guckst da hinten gerade noch, ne? Du hast ja wahrscheinlich gelootet schon. Dann haben wir hier immer noch so ein paar Türen, die man, die robust sind. Ein Hebel an der Tür. Wollen wir erstmal hier. Wollen wir erstmal nochmal kurz ein Lager machen und uns heilen hier drin, Junge? Obwohl haben. Kurze Rast. 50% deiner. Ja, ich glaube ja, ne? Kurze Rast hauen wir rein. Gut. Nochmal? Oder reicht? Nö, reicht. Gut, dann würde ich jetzt noch einmal unten in den offenen Raum gehen hier. Sicht der Sterblichen. Augenzeugenbericht aus der Blutkalkkrise. Nehme ich mal mit. Gold. Tintenfass und Federkiel. Brauche ich nicht, bin Barbar, kannst du nehmen, so einen Scheiß. Ja, guck ich mir gleich mal an. Bücherstapel. Oh, da sind zwei Bücher drin. Doch ein Kacklut hier, Mann, so ein Dreck. Fluch des Vampirs. Hier sind voll viele Bücher. Ich weiß nicht, ob man die halt lesen sollte. You do not recognize the language on the plaque. Hier sind zwei Sicht des Sterblichen. Achso, das hast du schon. Do not recognize the language on the plaque. So, warte mal, ich will einmal unser Inventar. Hier wird so viel Zeug. Gruppenansicht. So, 0 bis 3 Schaden Fackel. Kann ich die in meine Offhand packen? Ja, Mann, geil. So. Wollt ihr dich darüber in Kenntnis setzen, dass es 81 ist? Du musst ja morgen früher hoch.
Ja, ich weiß, noch ein bisschen drin. Aber das ist 11 Rüstung, das ist alles 11 Rüstung. Zwei bis sieben. Lederstiefel, Junge. Was machen die? Hat jemand bessere Lederstiefel, also schönere Lederstiefel? 0 bis 7 Schaden Knüppel. Flasche. Kann man das sortieren? Nee, ne? Nee. Dann haben wir jetzt noch so zwei Türen, ne? Einmal hier. Und da drüben gab es einen Hebel. Diebeswerkzeug. Tür. Ich würde mal einfach reinboxen. Öffnen, verschlossen, Kirchen. Ich hole mir aber einen Angriff. Ja. Ungefähr so. Ups. Gehen wir weiter? Was ist jetzt die Frage? Ich hätte nochmal die andere Tür geguckt, bevor wir jetzt hier weitergehen. Hier drüben. Da ist halt auch ein Hebel. Ich zieh den mal, ja. Da, oh! Andorn. Irgendein Boy ist hier. We got company! Haut da raus. Du kriegst jetzt erstmal gleich richtig hart Damage. Beenden. Hast du mir mal wieder gegeben, du, ne? Feuerfall gönne ich ihm auch. Du kannst noch was machen, ne? Aber pass auf, dass du da nicht ins Feuer läufst. Easy Kill oder was? Nice. Der hat einen Schlüssel, Banditenschlüssel, von einem Banditen, der den Eingang zu einer Kapelle an der Küste bewacht. Dann hat er Leder, noch eine Fackel, falls du eine möchtest. Orat-Paket, was ist da drin? Ne? Ja, Fackel bräuchte ich, glaube ich. Okay, dann nehme ich den mit. Ich bin halt. Ja. Ich habe noch was aus Versehen dabei. Warte, zeig ich dir. Ich hatte noch so einen Teufelstypen im Rucksack. Tot. Wie wichtig. So, warte mal. Ich muss mein Gewicht mal ein bisschen umverteilen hier. Schattenherz kriegt von mir noch. Wird jetzt einfach mal ein bisschen vollgepackt. Kriegt auch noch eine. Ah, ne. Wer kann da noch eine Fackel tragen? Unser Boy hier. So. Dann. Man kann doch Sachen ans Lager senden. Ja. Okay, das würde ich mir dann später das angucken.
Ich hoffe, man kann später auch Sachen verkaufen und sowas. Das wäre halt geil. So, dann ist hier kunstvolles Reliquia. Da ist aber nichts drin. Plünderkiste hast du schon geguckt, ne? Jupp. Stück Käse aus Tiefwasser. Nehme ich mal mit, ne? Oh, hier ist noch Holz. Hast du die ganzen Kisten hier hinten schon angeguckt? Ah, hier ist Gold drin. Holzkoffer. Federkiel. Ancient, indecipherable text covers the plan. Ach, guck mal, hier ist noch ein getrocknetes Würstchen. Ein Stück Käse. Da ist eine Tafel. Ancient, indecipherable text covers the plaque. Ist da oben was für uns? Nee, ne? Eine Tür. Ja, würde ich. Guck ich mal. Oh, Filmsequenz? Andere Seite jetzt. Nee, sind wieder am Eingang. Ja, dann gehe ich da nochmal rein. Wir müssen ja noch in den Raum rein. Banditenschlüssel benutzt, okay. Speiseraum. Da müssen wir jetzt noch in den Raum da, ne? Hier hinten. Warum mal es hier hingeht. Bist du am Start? Yep. Dann. Okay. DNP. Wo sind wir denn hier? Rechts und links opulente Truhen. Ja gut, dann gehe ich mal nach links hier. Tasse und Teller. Schriftrolle Schutz vor Gut und Böse. Schützt einen Verbündeten gegen die Angriffe und Kräfte von Aberrationen, zelestischen, elementaren Feen, Unholden und Untoten. Aha, bis zu langer Rast. Vergoldete Truhe. Aufheben. Tasse, Teller, Glas. Schwere Eichentür. Hier geht es dann weiter, glaube ich, gleich. Hast, hier hast du alles aufgemacht, ne? Ich mache hier nochmal die Kerzen an. Da hinten ist auch noch eine Truhe, ne? Hast du vergoldete Truhe über Tod und Auferstehung? Also, über Tod und Auferstehung, das ist ein Buch. Könnte man jetzt lesen, wenn man Bock hat. Was ist in der Vase drin? Nichts. Hier wäre halt auch noch eine Tür auf der anderen Seite, ne? Mhm. Weiß nicht, wo wir zu lang? Ah, hier, wo wir schon stehen. Okay. Na dann. Knapp. Oh, oh. Fallen. Wahrnehmung. Endlich. Keine Fallen. Okay, da sind Fallen, müssen wir aufpassen. Was heißt denn das? Siehst du den kleinen. Wenn du Alt drückst. Ach nee, ja. Siehst du hier die? Ja, da war eine Entlüftung irgendwo. Ja. Einige Fallen hier am Start. Wahrnehmung erfolgreich. Sarkophag, ich loote den mal. Ah, wir brauchen dazu auch Fallenentschärfer. Ich hab Fallenentschärfer-Werkzeug. Achso, dann kannst du den Sarkophag. Warte, ich öffne den großen in der Mitte. Warte mal, entschärfen, das entschärfe ich. Ohne Rüstung. Schwierigkeit 10, Geschicklichkeit. Habe ich nicht geschafft. Was passiert jetzt? Ich habe eine Münze bekommen, die infernalistische Maschinen antreiben kann. Wo war jetzt die Falle? Das hat. Und hier ist eine Ringpanzerrüstung. Rüstung. Schwierig. Wo bist du denn? Ich weiß, ob die gut ist. Ich weiß nicht, ob ich die benutze. Kein so. RK-Bonus durch Geschicklichkeit. Ach, Rüstungsklasse. Schwere Rüstung und eine fette Streitaxt.
Was ist hier hinten drin? Nichts. Was soll ich jetzt machen mit? Ich habe, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, wie viel. Habe ich noch ein Entschärfungskit? Fallenentschärfer, habe ich noch eine Sache. Soll ich den Sarkophag jetzt entschärfen oder was? Probier's aus. So, ich brauche eine 10. Soll ich einen Bonus hinzufügen? Göttliche Fügung. Mache ich. Gucken wir mal. 17. War das drinne? Sag ich dir gleich. Ein grünes Item. Leitfaden des Beobachters. 0 bis 7 Schaden, vielseitig Stichschaden. Versprechen des Todes. Wenn der Speer das Ziel verfehlt, erfolgt der nächste Angriffwurf des Speerkämpfers auf dieses Ziel als zielsicherer Schlag. Mhm. Also irgendein krasser. Und ein Schlüssel. Nice. Irgendein krasser Speer. Wir haben. Willst du. Warte mal, hier sind Fallen, ne? Wie kommen wir denn da rum? Hier ist ein Knopf. Den Knopf will ich jetzt aber nicht pressen. Ich würde gerne noch irgendwie an. Umsäbel. 2 bis 7 Schaden. Knochen. Ach du Scheiße. Bin alles voller Fallen. Und weitergehen? Ja, warte. Ich möchte, da ist noch eine schwere Truhe und die andere Seite hatte doch auch noch eine Tür. Pfeil des Blitzes. Was macht der Pfeil des Blitzes, frage ich mich. Eine Waffe, kannst du mal gucken. Waffenschaden. Ach, das ist ein bewirkt Waffenschaden, der explodiert. In einem Blitzschlag vom Blitz getroffenen Ziel erleiden. Könnten wir ja mal gucken, ob wir das nicht. Warte mal, wo ist Gruppen? Wer macht viel mit Pfeilen? Ich glaube, mein Schattenherz geht ganz gut mit Pfeilen ab, ne? Wo kann ich den dann jetzt hinpacken? Ausrüsten. Ach, ich muss das ausrüsten? Nee. Ich würde gern. Wie kann ich den denn auf dem hier jetzt benutzen? Ich lasse den jetzt erstmal bei Schattenherz drin. Oder. Ja, kannst du den ja auch rausziehen, falls du den. Kannst du den benutzen? Ein Speer, ne? Ja, ich kann ihn ausrüsten. Nee, und den Pfeil auch? Welchen Pfeil? Der liegt bei Dings drin. Warte, ich schieb dir den mal rüber, du weißt, was ich meine. Das ist jetzt als sein letzter Item-Slot. Ich kann damit schießen. Ja, dann ist doch gut. Weil das ist halt Blitzschaden, ne? 2 bis 8, Junge. 4 bis 17 bei mir. Ach, 4 bis 17, umso besser. Ach so. Da unten steht zusätzlich 2 bis 8. Hä, hey, aber das ist, glaube ich, keine Waffe, die du tragen kannst, sondern das ist ein Item, was du benutzen kannst. Okay. Ja, aber dafür muss ich ja trotzdem mit dem Pfeil schießen, was ich ja so gut wie nicht mache. Dann gebe ich das rüber zu Schattenherz. Hä? Ach so. So, dann würde ich aber noch. Soll ich mal ausprobieren, einfach damit zu schießen? Oder meinst du, es ist ein einmaliges Ding? Ich würde es einfach beim nächsten Kampf mal probieren. Ach so, nee, das ist ein Pfeil. Okay, nee, dann nehme ich den. Jetzt habe ich es verstanden. Ich würde jetzt halt gerne nochmal die andere Seite gucken. Da war auch eine.
Eine Tür, ne? So. Hier. Okay. Fette Tür noch. Noch immer wach. Colin, super unruhig. Oh. Aber gut, dass du zuguckst, Maike. Das freut uns. Schwere Eisentür. Öffnen. Yay. Okay. Was geht hier jetzt? Tote Leute, tote Schreiber liegen hier rum. Dann gehen wir mal. Schriftrolle und Kampfstab kannst du dir nehmen. Okay, ich guck mir das mal an. Kampfstab. Hm, macht weniger Schaden als mein krasses Beil. Schriftrolle. Schwerer Schlüssel. Nimm ich mit. Vergoldete Truhe hier hinten. Ja. Oh, hier ist noch. 18 Gold nehme ich mit. 2 bis 5 Schar. Wir waren halt noch nicht mal in irgendeiner Stadt oder irgendwas, ne? Wo ja. Man dann mal verkaufen kann oder so. Das ist crazy. Ich habe eine Silberkette gefunden. Geil. Hier können wir gleich noch irgendwas Komisches machen. Hier ist ein Kampfstab. Wo geht's hier hin? Ich gehe da einmal kurz checken hier. Warte auf mich. Hier ist noch ein toter Krieger. Warte, ich komm nochmal zu dir. Ach, da unten bist du aktiv. Ich komm zu dir. Willst du rauslaufen hier? Nee, noch nicht. Ich würde auch erstmal hier noch weiter gucken. Krieger hast du gelootet, ne? Hier hinter geht's noch irgendwie weiter. Da ist eine fette Tür. Ja, lass erstmal draußen gucken, weil wenn du die Map öffnest, dann wird der Außenbereich noch so dazu gezählt, aber die Tür ist dann was Neues. Okay. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Deswegen würde ich daraus schließen, dass wir hier erstmal noch gucken können. Wahrscheinlich können wir auch gar nicht sonderlich was machen. Ich kann durchaus auch. Oh, hier ist ein Hebel. Ah, eine Leiter bestimmt. Die Leiter ja. Kriegen wir bestimmt runter. Das kann sein, ja. It's something. Und ja. Und wo kommen wir hier hoch? Leiter hoch, oder? Da kann ich nicht hingehen, okay. Nö, ich würde nochmal den Raum zu Ende gucken. Und wir müssen ja auch noch den anderen Raum durch die Tür gehen. Leiter würde ich jetzt noch nicht hochgehen. Erstmal die Krypta hier erkunden oder was. Oh, hier kann man auch eine Tür aufmachen, ja. Oder ne, hier ist keine Tür. Müssen wir rüberlaufen. So. Wahrnehmung. Was ist das? Okay. Ich warte mal auf dich, ne? Jo. Wo läufst du hin? Ich dachte, du bist hier. Was war die Leiter, die da angezeigt wurde? Sorry. Ich bin bei der Tür. Da ist er. Na, das war nicht gut. Du hast Angst. Angst in deinem Gesicht. Digga, die stehen einfach auf. Eieiei. So, und gehen wir in den Raum rein? Oder lassen wir die kommen? Ich guck
gerade, dass ich meine alte Waffe wieder finde. Weil mit der habe ich noch nicht so viel Übung. Ich kann die jetzt nicht wechseln. Ja, alles gut. Oh mein Gott, ich muss jetzt mit dem Speer, mit dem ich ungeübt bin. Kriegen wir schon. Gehen wir in den Raum rein. Du bist ja erstmal dran, ne? Ja, ich weiß nicht, wollen wir in den Raum reingehen, so eng? Wo sind denn die Gegner? Die kommen. Das sind die ganzen Leichen, die wir geplündert haben. Die sind gerade zum Leben gebracht. Ach so, die sind hinter uns. Ja. Stufe 3 sind die. 28 Leben. Spielt. Und das sind 5 Stück, Digga. Ja. Aber die sind halt auch weit auseinander, so, ne? Muss man auch sagen. Ja, du kannst ja den kannst du ja schon fetzen, den Krieger da. Ich weiß nicht, ob ich. Warte mal, ich muss mal gucken. Muss ich mal hier hin? Stärke, der. Da der wird. Hat Wucht und Verwundbarkeit. Und Giftimmunität. An den. Woran siehst du das? Kannst du die untersuchen, die Gegner? Resistenzen, deren Werte. Warte, wie kann ich das machen? Rechtsklick auf den Gegner drauf und dann untersuchen. Rechtsklick. Untersuchen, okay. Aber jetzt gerade hast du im Spiel noch die Attacke. Giftschaden gegen diese Kreatur ist aufgehoben. Okay, das heißt, ich kann keinen Giftschaden machen. Der wahrscheinlich dann auch, ne? Okay, kein Giftschaden. Das ist ja nicht schlimm. Resistenzen, Wuchtschaden gegen diese Kreatur ist verdoppelt. Das heißt ja. Da steht, die können sich 0 Meter pro Runde bewegen. Ich werde mal den hier machen. Kritischer Fehlschlag. Okay. Perfekt. Hat schon mal gut angefangen. So, er läuft und jetzt attackt er mich, wa? Verstummt, Stille. Okay. Ach du Scheiße. Er spurtet. So, der Boy ist verstumpft. Das heißt, ich müsste ja hier hinlaufen. So. Okay, Zug beenden. Zielsicherer Schlag, du kriegst gleich einen zielsicheren Schlag, okay. Was war das? Hab ihn gestoßen nochmal. Hast ihm nochmal einen erzählt. Jetzt bist du verstummt. Okay. Jetzt was mache ich? Feuerfall 1 bis 10 Schaden? Ja, du also bist noch grad, full life, ne? Ja, du bist aber gerade in diesem verstummten Bereich dann, ne? Mit deinem Krieger. Achso, mit dem Zimmer nicht, ja. Irgendwas, wenn du Wuchtschaden hast, dann wäre Wucht halt geil. Pfeilschaden, Blitz. Ich kann wieder schmieren. Ich kann eine Hand benutzen, die mit den Sachen interagieren kann. Magierrüstung. Soll ich irgendjemand eine Rüstung geben? Oder soll ich Kältestrahl machen? Nee, gib ihm mal Schaden einfach. Versuch ihm mal Schaden zu machen. Mich nervt die Stille da hinten. Den will ich eigentlich. Und Fehlschlag. Digga, was? Der hat Glück, der Boy. Gut, dann ist er jetzt wohl dran. Jetzt läuft er da hinten, toter Schreiber, der soll nicht auch mal. Okay, der braucht noch lang. Ja, die haben nur 10 Leben, das ist gut. Die sind im Zweifel One-Shot. Okay. Junge, was? Dein Zug. Appel, okay. So, kann ich den wegballern hier? Gucken wir mal. Oh, das war dumm. What the fuck? Weil den hast du auf jeden Fall weggeballert. Ja, aber der hat trotzdem noch 5 Leben. 5 Leben hat er aber noch.
Fehlschlag. Gut. Du bist auch wirklich auf Indiana Jones Mission da oben. Safe, Mann. Kältestrahl auf dem Magen, hat er sich gedacht. Der hat ja gar kein Leben. 14 Leben hat der. Gay. Lol. Schattenherzanzug. Ich kann nichts machen. Die sind alle zu weit weg. Angriffswurf, Schaden, Schenkschuss, Fernangriff, Hauptangriff. Wir müssen im Weg, deswegen kann ich nichts machen. Das ist ja witzig. Resistenzen. Wegen der List, Gewehre. Digga, das, was ist das? Man kriegt ja gar nichts gegen die. Schauen wir mal. Damage kann ich gerade auch nicht machen. Ich kann heilige Flamme machen. Ah, Ziel ist außer Reichweite. Kriegt er mal heilige Flamme. 3 Damage, Junge, geil. Gut. Zug beenden. Der hat kein Leben mehr, der Bruder. Der muss jetzt mal jetzt nicht verstecken. Scheiße, er kann nicht. Ich kann ihn aber gleich heilen. Der kann nichts machen, der Schreiber. Wir sind out of vision. Not really. Aber ich. Die angegriffen? Ja, weil er mich sehen kann. Hm. Ich muss gleich mal zurücklaufen. Und noch ein. Nee, noch mehr. Okay, schwierig. So. Bin ich dran? Ja. Alles klar. Kann ich nicht um den Ball rumlaufen? Ah, das ist schwierig jetzt. Kann ich springen? Ja. Dann mache ich jetzt hier einen Jump. So, und dann sag du auf Wiedersehen. Auf 4 Schaden nur? Come on, du dreckiger Bastard. Dann noch ein Leben, ey. Das ist halt so bitter, ne? Zug beenden. Wo läuft er jetzt hin? Fehlschlag. Ein Damage hast du bekommen. Und jetzt. So, Schattenherz. Schattenherz muss mal aus der Stille raus hier. Schattenherz hat noch Full Life. Schattenherz geht hier hin. Und dann macht Schattenherz jetzt. Ich gehe ins Risiko. Mach mal auf den links, dann kann ich den killen. Nein, nicht auf Sorry, den. Sorry, Bro. Da habe ich jetzt. Oh. Ich hätte den nicht angreifen können. Ey, wieso kann ich den nicht angreifen? Kritischer Fehlschlag, Junge. Wir müssen die Schreiber mal wegmachen, die silenzen uns die ganze Zeit. Was machst du gerade? Mit dem Mage gucken, wo ich hin kann. Achso. Er muss halt vorlaufen, was halt RIP ist. Kann er sich irgendwie heilen über einen Pott? Obwohl, da hinten kannst du zaubern, wo du stehst, ne? Oder bist du in der Silence? Hier kann ich heilen, ja. Hier kann ich zaubern. Ja, kriegst du den Krieger ran? Ne, jetzt bist du verstummt. Immer noch verstummt. Da kannst du zaubern. Kannst du den toten Krieger anvisieren? Weg ist unterbrochen. Ah, ärgerlich. Dann musst du nach vorne in die Treppe laufen gleich. Und dich hier vielleicht erstmal heilen oder so. Er ist ja super dumm, Digga. Das ist ja wirklich super dumm gerade gewesen. Alter, diese Verstummung nervt so hart. Immerhin kriegst du ein paar Fehlschläge ab. So, Boy ist wieder dran. Der Boy muss erstmal
aus der Verstummung springen. Das macht der Boy jetzt auch. Und dann macht der Boy Nachteil verringert für Bewegungen. Warum habe ich da nur eine 30%ige Chance drauf? 65. Kann ich den Boy hier erreichen? Auch nicht. Den Boy auch nicht. Auch nicht. Okay, ich muss den Dude angreifen. Hat er noch einen Damage von mir bekommen? Einmal zu beenden. Fehlschlag, geil! So, wer... Ah, okay, jetzt ist die Frage... Ich bin healthy as fuck. Lauf ihr hin. Und was mach ich? Ich hab's ihn. ...40% habe ich, dass ich da treffe. Hier habe ich 100. Wie viel Schaden mache ich? 70, 70, 70. Ach komm, Digga. Wer ist denn hier am meisten in Neuen? Ich will... Eigentlich eher, ne? Habe ich aber noch 40% Chance. Ja, muss passieren. Oh mein Gott, ich... Fehlschlag, schade an mich. Digga, ich laufe jetzt einfach nach vorne mit dem Bastard. Mit Zug beenden. Diese Verstimmungsauer ist ganz schön strong. Go viel Kältestrahl Damage. So, 9 Leben hat der Boy noch. 30%. 65. Aber da treffe ich dich damit auch. Ja. Mal 30. I guess this it is. Gib mal einen Luck-Crit jetzt hier. 6 Damage, geil. It's something. Junge, bin ich ein geiler Spieler oder was? Plündern. Was gibt's hier? 2 bis 7 Krummsäbel. Gut. So, let's go. Warum greifst du dich selbst an? Ja gut, ich dachte vielleicht, das sei der Gegner noch gewesen. Ne, ich hab den gekillt. Hab nicht mitbekommen, dass du den schon besiegt hast. Jetzt müssen wir einfach gleich nur die Boys da unten noch umnudeln. Ah geil, die sind auch verstummt, wenn die da drin sind. Okay. Ja, so ein geiler Spieler. Und jetzt kann er sich ficken gehen. Ach, ich bin verstummt. Aber ich kann hier hinspringen, Junge, geil. Und jetzt werde ich dich ficken. Geh, wo der Pfeffer wächst. Easy kill, bro. Initiative? Hat das so eine Hand, die nichts macht? Hm.
Er denkt auch, er ist der beste Spieler, ne? Und nix ist. Easy kill. Dann gucken wir mal in die Krypta, die wir uns jetzt heftig verdient haben. Guck erstmal in die. Logischerweise dürfen die jetzt auch keinen neuen Loot dabei haben. Ja. Haben sie auch nicht. Ich habe so eine epische Szene bekommen. Erkunde die Ruine. Bin dabei. Jetzt kommt der Endboss, Junge, und wir sterben. Jo, da kommt Indiana einfach voraus. Da kommt einfach voraus, Junge. RIP. Let's go, Indiana Jones. Let's go. Ich glaube, wir sind heftig tot, weil wir nicht geheilt haben. Ah, einfach ein Boss jetzt. Es ist einfach ein Boss jetzt, oder? So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Er ist immer noch wach. Hm? Er ist immer noch wach. Hm. Ich bin todmüde. Ich habe auch noch keine Sekunde geschlafen. Hm. So, können wir nach der Krypta dann speichern, würde ich sagen. Ja. Der verrottet, nun habe ich eine Frage. Welche, was für eine Frage, warum stellt ihr dies? Er hat also gesprochen. Ich bin leicht verstört. An arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? So, geben wir jetzt eine utilitaristische Antwort oder geben wir eine kantianische Antwort? Ich glaube zwei. In death, that is so. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Er geht einfach. Seelenmünze. Diese Münze könnte infernalische Maschinen antreiben. Okay, ich kann mit ihm reden nochmal. Nochmal. Wie geht es euch? Fragt er mich. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge. Ich will doch die Antworten hier von ihm. Bald ist recht vage, wann genau. Ich nerv ihn richtig.
Ihr solltet mir lieber nicht folgen. Das hätte Folgen. Folgen. Na gut, okay. Inevitability is a wheel that turns on its own accord. Soll ich mal angreifen? Würde ich glaube ich nicht machen. Der fickt ich kann ihn angreifen. Ja, aber da fehlt uns bestimmt. Meinst du? Mhm. So, haben wir jetzt nicht noch da hinten irgendwie eine Tür? Ich bin sowas von, ey, lass mal speichern und angreifen. Ich kann ihn nicht, jetzt nicht speichern. Du sagst nicht angreifen? Ja, ich würde es nicht machen. Wir sehen den eh nochmal. Leben. Wir sehen den eh nochmal. War jetzt meine Chance. Dann greifst du ihn an. Na gut, dann nicht. Wo kam der nochmal her? Wo bist du? Hier drüben, alte Tür. Einfach durch den Raum durchgelaufen. Oh, es juckt mich schon in den Fingern, ne? Es juckt mich schon in den Fingern. Schön entspannten Sturmangriff reinfetzen für den. Und nu? Ey, du hast was von mir genommen. Mhm. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Aha. Ja, dann können wir, glaube ich, jetzt zum Dings laufen. Zum Lager? Nee, zu der Leiter. Und dann speichern raus. Mhm. Hilfe! Hm? Meine Füße sind fettig, ich bin ausgerutscht. Kapelleneingang. Luke. Aha, okay, hier kommen wir raus. Hä? Ich bin bei der Leiter, wo bist du? Ja, ich bin schon oben. Chill schon hier. Hä? Einfach die Leiter anlabern. Ja, bei mir steht nicht erreichbar. Mhm. So. Eisenleiter anklicken. Und dann hoch. Ja. Gucken, was passiert, wenn ich auf meinen Magier drücke. Vielleicht schafft er das. Auch nicht. Komm mal runter. Dann mache ich den Hebel hoch. Die bleibt auch unten jetzt, okay. Ja, und wieso kannst du die Eisenleiter nicht anreden? Hä? Das ist eine berechtigte Frage. Bist du zu schwer oder was? Und keine Zauber wirken, stumm. Nee, zu schwer nicht. Auch mit meinem Magier geht das nicht. Okay. Dann müssen wir durch die Tür. Jetzt hier speichern. Wir müssen, ja, das können wir auch machen. Müssen wir beide speichern? Ich weiß gar nicht. Drück mal F5 jetzt hier. So. Oder kannst du nur das speichern? Schwierigkeitsgrad, mehr Spieler fortsetzen. Wird gespeichert, okay. Okay. Ja, wird speichern erfolgreich. Ja, nice. Dann probieren wir es das nächste Mal hier weiter. Ja. Das vergessen wir auf jeden Fall nicht, wo wir waren. Das ist ein Bug, dass wir dir hier auf die Leiter geben können. Ja gut, nach einem Schockmoment, wo mein PC gesagt hat, heute nicht, hat es ja doch geklappt. Schön, schön. Geil, ey. Ich freue mich schon auf die nächste Session. Ich auch, hat Spaß gemacht. Cooles Spiel. Okay, dann schlaf gut. Tschüss. Tschüss, Arne.